Also wir machen jetzt trotzdem hier eine kleine Vorstellungsrunde. Also ich fange jetzt mit mir an, Cornelia Kneißl. Wir haben ja schon mal länger telefoniert und ich freue mich wirklich sehr da auf die Fortsetzung nochmal. Thomas Köhler ist derjenige, Professor Thomas Köhler, der, mit ihm wollte ich Sie sowieso zusammenbringen, weil der Thomas ist der Automobilexperte schlechthin. Und wenn ich das erinnere, was Sie in dem Telefonat gesagt haben, erinnerte mich das sehr stark an das, was der Herr Köhler auch schon unter anderem in einem wunderbaren Artikel Gastautor im Handelsblatt mal geschrieben hat. Also ich glaube, das ist mal ein ganz interessanter Austausch. Erst noch den Alexander Radwan, der ist noch, wie die Angelika Niebler eben, nicht nur uns, also vor allem natürlich unsere Präsidentin ist, aber eben auch das Forum Brüssel. Anton Stecker, der Hausherr hier in dieser wunderbaren Destillerie Landenhammer, genauso wie Hausherr bei Schlürs und mit mir gemeinsam, also gemeinsam sozusagen, dass du Vorsitzender Wirtschaftsbeirat hier im Oberland. Ich sehe gerade, der Hans Schachtner, unser Generalsekretär, hat sich auch gerade noch mal eingewählt. Hallo, guten Abend, Herr Friedrich und der Herr Jäger. Herzlich willkommen. Jetzt geht's los mit unserem Wirtschaftsbeirat 2020. Unser Stargast Günter Oettinger und der Anton macht jetzt die Begrüßung. Ja, grüß Gott zusammen. Leider nicht im Das Tegernsee. Wir haben uns ja jetzt entschieden, das Ganze virtuell zu machen. Geplant haben wir natürlich alles, was wir uns das im Sommer überlegt haben, Gast bei Sven Scherbart im Das Tegernsee zu sein. Wäre natürlich für uns alle ganz was Tolles gewesen, aber das Jahr machen wir es hier bei uns in Hausam, bei der Landnahmer Destillerie, weil wir eben hier uns zusammen mit Alexander Radwan auf großer Fläche zu viert häuslich eingerichtet haben. Und wir freuen uns trotzdem, dass der Günter Oettinger Zeit hat, mit uns heute Abend zu sprechen. Ja, Cornelia Kneißl und ich, wir sind ja zusammen Vorstand des Bezirks Oberbayern. Also alle, die Cornelia Kneißl kennen, das wissen ganz genau, dass sie eigentlich der Vorstand ist und ich so ein bisschen der Assistent. Aber offiziell sind wir beide Vorstand des Bezirks Oberland vom Wirtschaftsbeirat Bayern. Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich, wir von Hausheim aus und wo immer Sie jetzt zugeschaltet sind. Und langer Rede, kurzer Sinn. Wir freuen uns, dass Günter Oettinger für uns heute Zeit hat. Leider nicht am Tegernsee. Ich denke, Herr Oettinger, Sie waren auch sehr gerne am Tegernsee gekommen. Aber jetzt müssen wir es halt so machen. Und wir sind ganz gespannt über die Themen, die wir heute haben, die vielleicht uns allen ganz gut tun. Nämlich nicht die Themen sind, die wir jetzt alle miteinander jeden Tag haben. Okay, viel Spaß jetzt und ich gebe gern weiter an Günter Oettinger. Liebe Frau Kneißl, lieber Herr Stetter, liebe Angelika Niebler, lieber Herr Radwan, liebe Michael Süß, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus dem deutschen Norden beste Grüße an den Tegernsee und ich habe seit vielen Jahren Respekt wie der Wirtschaftsbeirat in Bayern und natürlich auch im Oberland seine Arbeit macht, nahe an der Wirtschaft, nahe an der CSU, trotzdem unabhängig und mit viel Kompetenz, gerade aus dem bayerischen Mittelstand, sie auch der Unternehmer, an dem sie heute Abend ihre Tagung praktisch online bündeln, gehört. Wo stehen wir eigentlich jetzt im Spätherbst 2020? Zunächst einmal, wenn man die Lage in der Welt betrachtet und die Pandemie, ist man relativ froh, dass man in Deutschland leben darf. Ich finde, dass in Sachen Gesundheitsschutz die Verantwortlichen in Bund und Ländern, auch die kommunalen Träger von Gesundheitsämtern und Krankenhäusern, eine gute Kooperation bewiesen haben und sehr, sehr sachgerecht und sehr, sehr abwägend, aber am Ende doch auch mit gemeinsamer Stimme Empfehlungen, aber auch Vorgaben gemacht haben und dass deswegen Deutschland und seine Bevölkerung bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen ist. Wo stehen wir wirtschaftlich? Wer sind Gewinner und Verlierer? Ich meine jetzt nicht im DAX. Da ist klar, dass der
Gesundheitsdienstleistungen und Produkte anbietet, dass der, der Transportdienste anbietet, sich besser stellt, dass der, der vielleicht Chance hat, einen Impfstoff zu finden, einen Sprung macht, wo stehen wir weltweit. Gewinner sind einmal die großen digitalen Unternehmen aus Kalifornien. Microsoft, Alphabet, Google, Facebook, Apple und Amazon. Übrigens Amazon, noch vor wenigen Monaten haben viele gar nicht gewusst, dass Amazon Produkte online anbietet, zum Teil selbst produziert, über Amazon Prime innerhalb von 24 Stunden zu unseren Haushalten bringt. Früher hat man den Winterpulli im Textilfachhandel in München oder in Biberach eingeschaut und gekauft. Und heute auch die Älteren suchen sich 3 Farben, 2 Größen, 6 Pakete, die kommen innerhalb von 24 Stunden und 5 gehen zurück und einer bleibt für die kalte Jahreszeit. Dies ändert sich auch nicht mehr. Der Textilfachhandel ist der Verlierer. Der kleine Handel in vielen Bereichen sowieso. Und der andere Gewinner heißt China. Das Virus wurde vermutlich in China nicht kontrolliert, verbreitet, aber die Chinesen haben die Pandemie hinter sich. Warum? Das ist ein anderes System. Dort gibt es wirklich einen Lockdown. Keiner verlässt das Haus. Jeder liefert alle Daten von sich an den Staat. Und mit dieser staatlichen, vollen Überwachung haben die Chinesen erreicht, dass die Pandemie bei ihnen Vergangenheit ist. Eine derartige staatliche Maßnahme einer Partei in einer Planwirtschaft, die die Menschen und ihre Daten nicht privat sein lässt, wo es Datenschutz, wenn es gilt, gar nicht gibt. Diese Maßnahmen werden bei uns mit unserem Gesellschaftsmodell, mit Demokratie, mit Rechtsstaatlichkeit, mit Freiheit und Freizügigkeit, unserem Menschenbild nicht vereinbar. Aber wie gesagt, die Gewinner sind die großen digitalen Unternehmen aus Kalifornien und parallel China. Wir sind nicht der Gewinner. Wir haben zum einen bisher das Schlimmste durch Milliardenprogramme verzögert, verschoben, verhindert, wer weiß. Es war richtig, dass man die Kurzarbeitsregelung geschaffen hat, ob sie bis Ende nächsten Jahres für alle Sektoren, alle Betriebe, Arbeitsplätze fortgesetzt werden soll? Fragezeichen. Es war richtig, dass man die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt hat, aber es laufen immer mehr Zombies, immer mehr Unternehmen ohne Zukunft bei uns herum. Und die Banken haben Sorge. Und die Banken prolongieren oftmals Kredite nicht mehr. Von Ausweitung von neuen Krediten für neue Unternehmer weitgehend Fehlanzeige. Das heißt, meine Sorge ist, dass der Kassensturz nach der Bundestagswahl kommt, aber dann umso deutlicher ausfallen wird. Und klar muss es sein, Deutschland und Europa sind nicht nur durch die Pandemie geschwächt. Wir waren schon vor der Pandemie nicht mehr so stark, wie wir vor 5, 6, 7, 8 Jahren gewesen sind. Erinnern wir uns? Wir waren der Krankenmann Europas, Deutschland. Wir haben dies lange negiert, dann realisiert, dann analysiert, dann agiert, reagiert und reformiert. Das war übrigens die Agenda 2010 von dem verstorbenen Wolfgang Clement, auch vom Altbundeskanzler Gerhard Schröder, von CDU und CSU im Bundesrat mitgetragen. Das war die Rente mit 67, von Franz Müntefering 2007. Heute haben wir die Rente mit 63 für viele eingeführt, trotz Fachkräftemangel eingeführt. Die Besten gehen zum falschen Zeitpunkt zu früh von Bord. Und deswegen, wir haben unseren Vorsprung an Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und der europäischen Wirtschaft schon vor der Pandemie erheblich aufgeziert. Und meine große Sorge ist, dass es jeder Schwächen der Wirtschaft auf die Pandemie schiebt. Nein. Wir haben uns in den letzten Jahren einige Maßnahmen geleistet, die auf Dauer unsere sozialen Systeme überfordern. Ich erinnere mich gut, dass die Pflegeversicherung eine Ergänzungsversicherung sein sollte, als sie eingeführt wurde. Und jetzt wird sie gedeckelt, die Leistung pro Monat für 3 Jahre, wenn die Entspannrecht bekommt. Wir überfordern unseren Etat
und unsere sozialen Systeme und Innovationskraft in Europa nicht mehr sehr verbreitet. Ich bin dankbar, Angelika, dass eine Einigung zwischen Parlament und Rat gefunden wurde. Höchste Zeit, viel zu spät, höchste Zeit, besser jetzt als gar nie. Aber ich muss offen sagen, dass bei Forschung gekürzt wird und das Parlament nur ein bisschen die Kürzungen verringern konnte, dass wir weiter viel zu wenig europäisch forschen, dass wir die 2% unseres europäischen GDP nicht übersteigen werden, obwohl wir seit vielen Jahren von 3% und mehr sprechen, ist ein falsches Zeichen. Erasmus Plus, Ursula von der Leyen hat eine Verdreifachung von Erasmus Plus gefordert. Ich war fast erstaunt. Das Parlament hat geklatscht. Herausgekommen ist nicht mehr die Verdopplung, die ich vorgeschlagen habe. Und dass die Agrarmittel gar nicht gekürzt werden, so sehr ich es den Ländern gönne. Aber dies ist nur eingeschränkt ein zukunftsgewandter Haushaltsrahmen. Dass er verabschiedet wurde, ist das Beste daran. Und ein weiterer Punkt. Wenn wir Next Generation EU betrachten, es ist richtig, jetzt in den Ländern, die am meisten betroffen sind, und in anderen Ländern zu investieren. Aber zwei kritische Punkte merke ich an. Der eine, wie kann man auf die Idee kommen, Schulden, die man jetzt macht, zurecht macht, eine Dreiviertelbillion, die in einem Zeitraum bis 2058 zu tilgen, innerhalb von knapp 40 Jahren, bis dahin sind drei neue Pandemien über die Welt gezogen oder andere Krisen oder gar Kriege. Wir verschulden uns, um unsere Gegenwart zu stabilisieren und überlassen dies den Enkelkindern, nicht mehr den Kindern, den Enkelkindern. Ich habe noch nie erlebt, dass man Schuldentilgung über 38 Jahre hinweg erstreckt. Der Bundesetat sieht 20 Jahre vor, aber ich halte diese 38 Jahre für schlichtweg nicht generationengerecht, schon gar nicht nachhaltig. Und der zweite Punkt, den ich offen ansehe, wo man kämpfen muss. Wenn alle Europäer Geld aufnehmen, dann sollte man zumindest auch allen Europäern die Aufgabe beantworten, die Projekte, die man finanziert, zu prüfen und mitzuentscheiden. Dann sollte man allen Europäern die Zustimmung zu den Programmen in allen Mitgliedstaaten übergeben. Ich bin gespannt. Das Thema der Konditionalität. Haben wir die Kraft, wenn Athen, wenn Rom, wenn Berlin, wenn Madrid, wenn andere ihre Listen vorlegen, wie sie das Geld, die Milliarden investieren, ausgeben wollen, ob denn darin die Einlösung von Wahlversprechen enthalten ist oder der Ausbau Sozialstaats enthalten sein wird oder ob es um digitale Infrastruktur, um Forschung, um berufliche Weiterbildung, um Infrastruktur, um Innovation, um Zukunft geht. Denn klar ist doch, wir leben in einem knallharten Wettbewerb zwischen verschiedenen Systemen. Dass Donald Trump jetzt abgewählt ist und Joe Biden kommt, ist, glaube ich, für die Kultur des Dialogs auf der Welt, allein dafür, und für die Stärkung von UN, OECD, WTO, NATO und für die Akzeptanz der Europäischen Union in Washington DC eine ganz entscheidende personelle Veränderung, eine klare Verbesserung. Aber nicht alles hat Trump falsch gemacht und hat erkannt, dass wir in einem Technologiekrieg stecken. Und in diesem Technologiekrieg ist Europa bisher auf dem dritten Platz, maximal auf dem dritten Platz. Wir liegen bei digitalen Technologien, bei Biotech, in vielen anderen Bereichen nicht vorne, wir liegen zurück und werden im Sandwich zwischen den USA und China erdrückt werden, wenn wir nicht unsere technologische Souveränität, unsere digitale Souveränität deutlich stärken. Aber dafür wird mit wenigen Ausnahmen längst nicht genügend investiert und geben den Mitgliedstaaten Europa auch nicht die Kompetenzen und die Finanzen, um europäisch im europäischen Team diese Investments und die Projektdurchführung zu leisten. Dann geht es um wichtige Fragen der Führung. Wie halten wir es eigentlich mit 5G mit Huawei? Ich kann mit beidem leben, nicht im Klaren sind, was wir wollen, ist für mich eine völlig falsche Entwicklung. Das heißt, ich glaube, es ist dringend bei einigen Fragen dieser wichtigen Wettbewerbe, dieses Kampf für Systeme, hier USA, hier China, Europa, eine einheitliche europäische Linie gefragt. Europa hat Zukunft, aber nur, wenn wir Europa stärken.
Ich glaube, das Beste an Next Generation EU ist, dass alle erkannt haben, der Binnenmarkt geht kaputt, wenn einige Länder kaputt gehen. Und deswegen zu helfen, wo strukturelle Schwächen sind, aber dann zu erwarten, dass die Gelder auch sinnvoll eingesetzt werden. Gerade im Süden Italiens endlich mal Kohäsionspolitik sinnvolle Projekte angeht, halte ich für eine zwingende Voraussetzung dafür. Die Pandemie hat ja auch Erkenntnisse gebracht. Es war völlig falsch, dass man die Grenzen geschlossen hat. Grenzschließungen und Grenzkontrollen und keine Abfertigung, egal ob Elsass, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, egal ob Luxemburg, Deutschland, egal ob Polen, Deutschland, waren der falsche Weg. Und ich bin froh, dass jetzt in der zweiten Welle, die ganz Europa erreicht hat, bisher niemand auf die falsche Idee der Grenzschließungen gekommen ist. Wir können froh sein, dass nationale Politiker zumindest einen Fehler erkennen und sich dann korrigieren. Dann kommt es auch Europa insgesamt zugute. Wir müssen den Binnenmarkt weiter stärken. Wir sollten ihn vollenden. In allen Feldern von Produktion, von Lieferzusammenhängen und auch in allen anderen Bereichen der Dienstleistung. Die Pandemie darf aber nicht alle Kraft aufbrauchen, sondern wir müssen die Kraft haben, neben der Pandemie weitere Themen, die auf der Agenda Europas sind, anzugehen. Hoffentlich wird Boris Johnson noch einlenken, denn ein Ausscheiden des Königreichs ohne jede Zukunftsregelung wäre für das Königreich verbunden mit der Pandemie vollends katastrophal und für Europa eine schwere Schädigung. Ich hoffe, dass hier noch ein Advent, zumindest ein Übergangsabkommen, ein Zwischenabkommen gelingen kann. Ich bin gespannt, wer die Debatte für Mercosur führt. Europa hat noch nie so stark wie in den Jahren von Trump eine Chance gehabt, in den Mittelpunkt von Handelsvereinbarungen zu geraten. Mit Asien, Japan, Korea, Australien, Neuseeland, Singapur, andere, mit Kanada und natürlich mit Paraguay, Uruguay, Brasilien, Argentinien. Mercosur ist in Lebensgefahr. Mercosur ist genauso gefährdet, wie es TTIP war. Und dann wurde TTIP im Grunde genommen entsorgt. Diesen Weg sollten wir bei Mercosur nicht gestatten. Aber ich sehe da jetzt wenig Stimmen, weder in Wien, noch in Berlin, noch in Paris. Denn die drei Länder, vielleicht noch Amsterdam und Hauptstädte, sind zuallererst die Kritiker. Wenn nicht die führenden Nationen, die auch für Export stehen, wie Deutschland, und die führenden Köpfe dort sich eindeutig zu Mercosur bekennen, da kann man über die Heißen streiten, aber das ist eine lähmende Ruhe eingetreten. Genau wie bei TTIP. Wer kämpft noch in der deutschen Wirtschaft, der deutschen Industrie? Wer kämpft noch in der deutschen Politik? Wer kämpft auf europäischer Ebene für Mercosur? Wir sollten alles tun, dass dieses wichtige Abkommen in den nächsten 2 Jahren auch von allen, die dafür stehen, ratifiziert und verabschiedet werden kann. Malta und Estland sind nicht so stark davon berührt. Deutschland als Exportweltmeister ist zuallererst an Handelsabkommen interessiert, denn damit öffnet die Europäische Union die Tore in Wachstumsmärkte der Welt, die gerade für die deutsche Exportindustrie so sehr wichtig sind. Und ich plädiere dafür, baldmöglichst ein neues Abkommen mit den USA anzuregen. TTIP 2.0. Und die neue Regierung in Washington DC zu fragen, ob sie bereit wäre, ein zukunftsweisendes Abkommen zwischen den USA und damit dem Norden Amerikas, Kanada, Mexiko und der Europäischen Union zu machen. Handel darf nicht wegen der Pandemie auf die Seite gelegt werden. Handel muss gerade jetzt mit allen Kräften von Exekutive und Parlamenten in Brüssel und den nationalen Hauptstädten weiter verfolgt werden. Wir müssen dann, glaube ich, kritisch fragen, was haben wir in der Pandemie ansonsten gelernt? Wir haben gelernt, dass wir in Sachen Digitalisierung schnell
aufholen können. Diese Konferenz wäre vor einem Jahr noch nicht vorstellbar gewesen. Die Bilder sind gut. Die Latenz ist fast gegeben. Die Qualität des Übertragungsvorgangs ist klasse. Gut, könnte man sagen, es sind wieder keine europäischen Plattformen. Microsoft Teams oder BlueJeans oder Zoom. Geschenkt. Aber es zeigt erneut, Innovation ist in dem Open-Air-Museum der Welt, Europa, nicht wirklich zu Hause. Wir müssen unsere Schulen verbessern. Wir brauchen jetzt einen Schub in der Digitalisierung der Schule. Bei den Hochschulen ebenso. Es ist schon beeindruckend, und zwar negativ beeindruckend, wie viele Schulen auch nach einem Dreivierteljahr noch nicht genügend in der Lage sind, ihre Lerninhalte digital in die Wohnungen der Kinder, der Schülerinnen und Schüler zu bringen. Bei den Hochschulen ist es etwas besser, aber auch nicht wirklich gut. Und die Lehrenden, die Pädagogen und die Hochschullehrer, zumal wenn sie lebensälter sind, haben noch immer gewisse Vorbehalte dagegen, dass nicht Präsenzunterricht im Augenblick, sondern digitale Unterrichtsvermittlung im Vordergrund stehen muss und inhaltlich genauso wertvoll sein kann wie der Unterricht, der in der Schule stattfindet. Wir müssen, glaube ich, dann die Frage des Rollout unserer Infrastruktur nochmals forcieren. Denn es hat jetzt gezeigt, dass manche Unternehmen eben im Tal der Ahnungslosigkeit Weltmarktführer sind. Dass sie zwar Hidden Champion sind, aber wenn es gilt, online zu kommunizieren, Daten zu transportieren, sie noch nicht über eine moderne Infrastruktur verfügen, weil dies eben bisher noch nicht von den Telekoms und oder von der Politik entsprechend gründlich vorangebracht worden ist. Europa und Weltpolitikfähigkeit. Den Begriff hat Jean-Claude Juncker vor einigen Jahren bei der Sicherheitskonferenz in München genannt. Europa muss weltpolitikfähig werden. Auch mit Joe Biden werden wir Europäer wissen müssen, die Amerikaner sind nicht mehr der Patenonkel für die ganze Welt. Die Amerikaner sind nicht mehr bereit, uns zu schützen und alles zu tun, dass es uns gut geht. Das heißt aber, wir müssen ernsthaft die NATO stärken, die Bundeswehr stärken. Wir sollten den Aufbau einer europäischen Armee in die voranbringen. Das Ganze wird zwar genannt, aber es tut sich gar nichts. Und wir Europäer sollten deswegen in Berlin, Paris, in Warschau anfragen, wollt ihr die europäische Armee? Das dauert 20 Jahre. Aber welche Schrittfolge dafür haben wir? Und klar muss sein, dies heißt dann auch eine gewisse Kompetenzverlagerung aus den nationalen Hauptstädten in die europäische Hauptstadt. Aber es wäre kostengünstiger, es wäre effizienter, es wäre für die Verteidigungsfähigkeit und die äußere Sicherheit Europas der bessere Weg, der weitaus bessere Weg. Europa muss endlich erwachsen werden. Stichwort Westbalkan. 6 Länder auf dem Westbalkan sind Beitrittskandidaten. Die wissen, dass sie nicht morgen zur Europäischen Union kommen. Wohl auch nicht vor der nächsten Wahl, erst wenn überhaupt im zweiten Teil dieses Jahrzehnts. Aber die entscheidende Frage an uns ist, wollen wir die eigentlich? Wollen wir die Serben, die Albaner, die Kosovaren, die Menschen aus Nordmazedonien, aus Bosnien-Herzegowina, aus Montenegro? In Wahrheit wird die Frage tabuisiert. Und wenn sie gestellt wird, sagen viele, um Gottes Willen, die wollen wir nicht. Wenn aber die Beitrittsperspektive, die wir ihnen gegeben haben, wenn sie sind förmlich Beitrittskandidaten, wenn die nicht glaubwürdig ist, dann werden sich die Menschen und die Regierenden dort abwenden von Europa und sich China oder der Türkei oder Katar oder Saudi-Arabien zuwenden. Und da hätten wir im Grunde genommen etwas, was Unfrieden, was Probleme, was sogar Kriegsgefahren in Europa bringen kann. Wir sollten jetzt die Kraft haben, diesen Ländern zu sagen, jawohl, wir wollen in dem Jahrzehnt eure volle Mitgliedschaft. Ihr müsst eure Hausaufgaben machen. Wir begleiten euch dabei. Wir prüfen euch auch dabei. Aber dann ist es soweit. Übrigens,
in diesen 6 Ländern leben etwa gleich viele Menschen, wie sie beim Zusammenbruch der DDR in den 9 Ländern ergab. 18, 19 Millionen Menschen. Was den 60 Millionen Westdeutschen möglich war, nämlich die Aufnahme und in Jahren und Jahrzehnten die Integration und die Finanzierung dessen, was man braucht, solle doch bei einer gleichen Zahl von Menschen, 18, 19 Millionen, uns 450 Millionen Europäern allemal möglich sein. Alles andere wäre ein Armutszeugnis. Wir müssen Europa stärken und erweitern. Denn noch immer gilt das Versprechen der Gründung, alle, die auf dem europäischen Kontinent leben und unsere Werte akzeptieren, dürfen Mitglied in der europäischen Familie, dürfen Mitglied in der Europäischen Union werden. Darauf baue ich. In den letzten Tagen wurde der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan rasch beendet. Nicht durch die, die viele Jahre die Gespräche geführt haben, nicht durch die USA, nicht durch Frankreich, nicht durch die Europäische Union. Wir haben zwar eine östliche Partnerschaftsstrategie, aber die hat sich derzeit überhaupt nicht gezeigt. Wo war denn eigentlich die Mitwirkung irgendeines Europäers? Hoher Beauftragter, Kommissionschefin, europäischer Ratschef oder eines Regierungschefs? Wo waren wir eigentlich? Denn Armenien ist Teil Europas und Aserbaidschan ist zumindest eurasisch, wohl auch noch in Europa. Zumindest im Fußball spielen sie gegen uns. Aber klar ist doch, dass jetzt Aliyev Landgewinn verzeichnen kann, dass er gewonnen hat. Und dass jetzt der Krieg beendet ist. Putin macht nichts ohne Gegenleistung. Damit hat sich Aserbaidschan von Europa entfernt und Armenien hat am Grunde verloren und wir waren teilnahmslos. Jetzt kann man sagen, hätten wir dort mitwirken sollen, hätten wir zumindest einbringen sollen. Ich war oft in Baku. Es wäre möglich gewesen, in diesen Wochen nach Baku zu fliegen, nach Erevan zu fliegen, und zumindest zu zeigen, was die Erwartung der Europäer ist. Europäische Außenpolitik, nein, auch deutsche Außenpolitik, wenn ich Herrn Maas betrachte, begnügt sich oftmals mit leeren Sprüchen zu kritisieren, zu verurteilen, was geschieht auf der Welt. Potentaten, Diktatoren, Oligarchen lachen darüber. Wir müssen endlich auch in der Außenpolitik, indem wir mit einer Stimme sprechen, indem wir schneller agieren, schneller reagieren. Und indem wir auch Konsequenzen haben, Sanktionen bereitstellen und so weiter, müssen endlich besser werden, schneller werden. Ich liebe Aserbaidschan. Wir beziehen in Kürze Öl aus Aserbaidschan. Wir haben Gelder für Aserbaidschan. Die könnte man auch in Frage stellen, wenn man etwas bewirken will. Aber wir sind leider, wenn es um Krisenbewältigung geht, in unserer direkten Nachbarschaft, denn Armenien ist direkte Nachbarschaft, längst nicht so stark, wie man es von diesem Kontinent und seiner Führung und seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten, die uns dafür gegeben sind, erwarten kann. Kurzum, wir brauchen eine weit stärkere Europäische Union. Nicht in allem, nicht im Detail. Und damit zum letzten Punkt. Green Deal. Ich sage mal unter Freunden, denn ich bin Christdemokrat geblieben, auch nach dem Ausscheiden aus der Politik, überzeugter Christdemokrat. Und freue mich übrigens, dass man in Stuttgart die OB-Wahl gewinnt. Liebe Freunde in Bayern, wir holen die Landeshauptstadt in 2,5 Wochen zurück. Damit haben wir Baden-Württemberger seit vielen Jahren mal wieder vielleicht eine Erfolgsstory, nicht im Fußball, noch nicht, aber immerhin ein erster Schritt hin zu mehr bürgerlich, konservativ, liberaler, christdemokratischer Politik in Baden-Württemberg. Jetzt aber im Ernst. Den Fußballpokal behalten wir total gerne in Bayern. Aber wir gönnen Ihnen sehr herzlich einen CDU-Bürgermeister in Stuttgart. Danke. Daran arbeiten wir noch in München. Danke. Aber jetzt ernsthaft, dass man diesen Deal Green Deal nennt. Die Grünen können sich Millionen an Werbeausgaben sparen, indem sich ganz Europa grün macht. Das war nicht notwendig. Sustainable Deal oder was auch immer. Der Future Proof Deal, was auch immer. Aber dass wir alles grün besprechen. Warum heißt das eigentlich Black Deal? Darf doch wohl nicht wahr sein. Darf doch wohl nicht wahr sein. Unsere Sache. Unsere Sache. Ich bin von Nachhaltigkeit und Klimaschutz mehr als überzeugt.
Nur, wir sollten klug handeln. Und wie im Eiltempo die Reduktion in 2030 nach unten getrieben wurde. Ich darf daran erinnern, 100% unserer Emissionen von CO2, Treibhausgasen generell, Methangasen etc. sind im Jahre 1990 zusammengestellt worden. Seitdem haben wir in 29 Jahren, 1990 bis 2019, eine Reduktion von -24%. 29 Jahre, -24%. Dann hat die Juncker-Kommission gesagt, wir gehen auf -40%. Also in verbleibenden 11 Jahren -16%. Dies war schon eine Verdoppelung der Reduktionsgeschwindigkeit. Und dies, obwohl die ersten 24% Minus erreicht wurden, indem wir die alten Schornsteine der Sowjetwirtschaft stillgelegt haben. In Halle, Leuna, in Bratislava, in Krakau etc. Und der Effekt ist nicht wiederholbar, die sind weg. Trotzdem Verdoppelung der Reduktionsgeschwindigkeit. Noch vor einem Jahr hat die Kanzlerin sich massiv gegen Klimaneutralität 2050 gewehrt. Massiv. Damals war sie für -80 bis -95%. Außer dem roten Teppich für Greta Thunberg hat sich seitdem nichts geändert. Und jetzt kommt die Kommissionschefin und sagt, nichts da -40, wir machen -50 bis -55%. Das war ihr Aufschlag. Dann kommt sie jetzt um die Kurve und sagt, mindestens -55. Und meine Parlamentsmehrheit sagt -60%. Ich kann nur staunen. Ich kann nur staunen. Und ich kenne keinerlei ausreichendes Impact Assessment. Ich kenne aber auch keine starke Stimme der Wirtschaft. BDI, BDA, DIHK, VDA, VCI. Vergesst sie alle. Die Wirtschaft ist derzeit unter Schock. Ist nicht mehr willens in der Lage, mit Ingenieurkompetenz und mit Mathematik und mit betriebswirtschaftlichen Grundlagen Fakten zu nennen. Niemand ist mehr in der Lage und will es tun. Der Zeitgeist in diese Richtung weht. Wir zerstören unsere Industrie. Wir bekommen Carbon Leakage. Den Stahl muss produziert werden und Aluminium und Kupfer. Dann wird er eben in Indien produziert, in China produziert, Türkei produziert. Kommt dann zu uns für Windmühlen, für Brückenbau, für Statik. Und damit haben wir keine Arbeitsplätze, keine Steuereinnahmen. Wir haben die Transportkosten, die Transportemissionen und wir haben die Arbeitsplätze dort. Und ein letzter Punkt, da würde ich gerne mit Angelika, wenn man sich treffen kann, mal vertieft sprechen. Das Modewort des nächsten Jahres wird werden, Borden Carbon Adjustment Mechanism oder Borden Carbon Tax. Ich halte dies für einen ausgegorenen Schwachsinn. Wenn ich Juristen spreche in der Kommission unter vier Augen, die sagen es auch. Dieses Instrument wird nicht funktionieren. Man kann sogar Stahl damit bepreisen. Aber nicht bei einem Hyundai, in dem von Conti, von Valeo, von Magna und anderen Produkte drin sind, Vorprodukte aus Europa, die geht rüber, kommen zurück und dann 30.000 Teile drin. Wie geht das? Fragezeichen. Und letzter Punkt dazu, die Chinesen werden uns garantiert Autos liefern, wo draufsteht, zu 100% durch grünen Strom hergestellt. Lizenz irgendeine Staatsbehörde aus Beijing. Dann werden sie eben die Produkte, die nicht für Europa sind, die für Indien, für Russland, für China selbst sind, die eben nur mit Kohle und mit Gas und mit Ölstrom hergestellt haben. Das heißt, das Ding ist im Grunde genommen nicht belastbar. Und deswegen mache ich mir um diesen Green Deal und noch mehr um die Debatte dazu in Brüssel und bald in Straßburg, aber auch in Berlin allergrößte Sorge. Trotzdem vielen Dank und ich will jetzt nicht irgendwo in Depressionen enden, sondern bin ganz bereit, auch positive Fragen und dann positive Antworten im Laufe des nächsten Stundes geben. Grüße an das Oberland, Grüße an den Wirtschaftsberater in Bayern. Ja, der Herr Schlecker hat ja heute schon sozusagen uns für ganz Oberbayern zuständig gemacht, also Oberland, wir sind hier Oberland, Wirtschaftsberater Oberland. Aber Herr Oettinger, vielen Dank für diese Worte, das ist die perfekte Vorlage in puncto Green Deal. Auch für unseren zweiten wunderbaren Sprecher, den wir heute Abend hier haben, jetzt ist irgendjemand auch laut, den Michael Süß, Professor Michael Süß, weil wir hier als Wirtschaftsbeirat natürlich immer auch die Intention haben, auf der einen Seite die Perspektive der Politik zu sehen, die da natürlich den Rahmen setzt, und auf der anderen Seite gehört da aber natürlich genauso dazu die Perspektive der unternehmerischen Seite.
Und da gibt uns heute Abend der Herr Professor Michael Süß die Ehre, Verwaltungsratschef bei Oerlikon. Für diejenigen, die damit noch nicht sofort ganz viel anfangen können, der Herr Professor Süß ist für mich sowas wie die Personifizierung der Digitalisierung. Und zwar nicht in diesem ganzen Social-Media-Bereich und in diesen, ich sage mal, relativ oberflächlichen Dingen, sondern Personifizierung der Digitalisierung, wenn es um Fertigungstechnik geht, wenn es um genau Industrie geht. Ursprünglich mal eben Siemens, dann Georgsmarienhütte. Und jetzt, Herr Professor Süß, ich glaube, Sie können am besten selber zwei Sätze dazu sagen, was der Schwerpunkt bei der Oerlikon ist. Und insofern wird uns hier einfach auch nochmal interessieren, Ihre Perspektive auf diese aktuelle Situation. Auf der einen Seite weiß ich, sind Sie ein ganz großer, also ist Ihr Einsatz sehr groß für das Thema Nachhaltigkeit, wie wir hier in Europa uns tatsächlich über dieses grüne Thema, über das Nachhaltigkeitsthema positionieren können. Auf der anderen Seite brauchen wir ja einen Rahmen, in dem es möglich ist, dass die Industrie funktioniert, dass wir hier auch Geld verdienen können, weil jede Form von Umweltschutz und von nachhaltigem Verhalten funktioniert ja nur, wenn irgendwoher der Strom kommt. Und deswegen würde ich jetzt gerne den Ball an Sie weiterspielen. Wie kriegen wir denn einen Green Deal hin, der sich dann auch mit den Interessen der Wirtschaft verträgt und die Basis dafür liefert, dass wir auf Dauer nachhaltig hier in Europa leben können, in sozialer Hinsicht, in natürlicher Hinsicht und auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Vielen Dank, Herr Professor Süß, dass Sie heute Abend bei uns sind und wir sind sehr gespannt auf Ihre Worte zu dem Thema. Ja, zunächst einmal herzlichen Dank, liebe Frau Kneißl, für diese sehr sympathische Einführung. Und dir, Günther, in klarer Form immer ausgesprochen, was Europa umtreibt. Ich habe das kleine Privileg, dass ich heute aus der Schweiz heraus häufig auf Europa und auf Deutschland und auf mein Heimatland Bayern schauen kann. Und wenn man diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion und die Oerlikon ist ein wahrlich nachhaltiges Unternehmen, weil wir über 3D-Druck, über technologische Beschichtungen letztendlich immer Effizienz treiben, Dinge länger laufen zu lassen, weniger Sprit zu verbrauchen, Reibungen zu verbessern, wie auch immer. Aber wenn wir es auf den Punkt bringen, dann haben wir in Deutschland hier doch eine sehr janusköpfige Sichtweise und auch ein Stück weit eine Luxussichtweise. Wir sind eines der drei großen Kohleverstromungsländer in Europa. Polen, Tschechien, Deutschland. Wir haben unsere Braunkohlekraftwerke nach Tschechien verkauft, die werden weiter betrieben. Wir haben heute mit einem Elektrofahrzeug im deutschen Strommix fast 12 Kilogramm CO2-Beitrag. Wir leisten uns auf der anderen Seite 33 Milliarden, das ist in etwa der Investitionsbeitrag der gesamten deutschen Haushalte, Bund, Länder und Gemeinden, nur für die EEG-Umlage und haben es damit geschafft, trotz dem hehren Ziel, ein neues Energiesystem aufzubauen, den höchsten Strompreis in Europa für Industrie- und Privathaushalte zu erzeugen und gleichzeitig immer noch einer der ganz großen CO2-Emittenten zu sein. Wir sind in sehr vielen Dingen einfach schizophren unterwegs. Und wenn man sich dann die Frage stellt am Ende, it's all about jobs. Wenn ich keine Jobs habe und keine soziale Sicherheit und keine Steuereinnahmen, dann kann ich mir vieles meiner schönen Wünsche nicht erlauben. Und wenn man dann die jüngsten Budgetverhandlungen, die ich jetzt hier gar nicht kritisieren will, sondern nur mal kommentieren will, dann gehen wir 1 Billion über 7 Jahre aus und davon gehen 390 Milliarden in die Landwirtschaft. Dann leistet man 750 Milliarden an Transferleistungen und am Ende muss man uns dann die Frage stellen, ist Europa eigentlich nur noch eine Geldverschiebemaschine oder hat Europa tatsächlich eine Zielsetzung? Und eine Zielsetzung, die umsetzbar ist. Und eine Zielsetzung, wo die 8% Weltenbürger, die heute in unserer Europäischen Union leben, dann die anderen 92% Weltenbürger nicht abhängen, sondern ihnen vielleicht technische Lösungen geben, um dann in Asien und China, in Indien, in Indonesien, in den bevölkerungsreichen Regionen tatsächlich einen Hebel zu erzeugen, die Welt ein Stück weit nicht mehr in der Luft, ich habe letztes Jahr in Davos gesagt, immer nur über CO2 zu diskutieren, ist zu kurz gesprungen. Wir haben sehr wohl auch das Problem der Wasserverschmutzung, der Bodenverschmutzung und in Summe 8 Milliarden Menschen nachhaltig ernähren und leben lassen zu können. Und aus Sicht der Wirtschaft ist das, was Europa heute macht, ich kann jetzt nicht als Wirtschaft
Vertreter sprechen, sondern als jemand, der nicht nur die Oerlikon, wir haben in unserer Firmengruppe 150.000 Arbeitsplätze weltweit, davon 40.000 in Europa. Da kann ich nur noch den Kopf schütteln, dass wir uns in keinster Weise mehr fragen, wo kommt eigentlich das Geld her, das wir gerade umverteilen? Und wie verteilen wir es um, damit es möglichst effizient, wertsteigernd und zielgerichtet eingesetzt werden kann? Und darüber braucht es dann auch eine Zieldiskussion. Darüber braucht es einen systemischen Ansatz. Und der Ingenieur als solcher, zu denen ich zähle oder zählen darf, der denkt halt in Systemen und nicht in isolierten Meinungsstatements. Und wenn wir uns dann mal die Frage stellen über Einsatz von Geldern, gebe ich Ihnen zwei Beispiele und dann will ich Sie gar nicht zu sehr mit Zahlen zuschmeißen. Deutschland hat eine Stahlproduktion von 40 Millionen Tonnen. Davon sind ungefähr 25 Millionen Tonnen auf Basis Hochöfen, Kokskohle. Für diese 25 Millionen Tonnen wollen wir jetzt zwischen 5 und 10 Milliarden ausgeben, um hier eine Wasserstofflösung anzudenken. China hat eine Kapazität im Stahl von 1,4 Milliarden Tonnen und setzt derzeit ungefähr eine Milliarde Tonnen im Weltmarkt um. Wir reden also über 2,5% der chinesischen Kapazität, die wir jetzt fit machen wollen mit Wasserstoff. Wir brauchen diese ganze Primärroute nicht, weil wir in der Elektroverstromung von Stahl all diese CO2-Emissionen gar nicht anfallen haben. Aber diese Frage stellt niemand, weil es ist so opportun, dass wir für 6 Hochöfen, die wir noch in Deutschland stehen haben, jetzt x Milliarden ausgeben, um eine tote Industrie noch ein paar Jahre länger am Leben zu halten. Wir trauen uns nicht, dass 25.000 Miners im Braunkohlebereich auszusteigen und den Leuten von mir aus bis zu ihrem Renteneintritt das Gehalt weiterzuzahlen, weil das viel billiger wäre. Nein, wir halten 20 Jahre eine Braunkohleindustrie am Laufen. Und nur, dass Sie einen Vergleich haben, ein modernes Gaskraftwerk läuft zwischen 250 und 300 Gramm CO2 für die Kilowattstunde. Ein Braunkohlekraftwerk braucht 1200 und ein Kohlekraftwerk 700 Gramm. Also das 3- bis 5-fache. Und anstatt darüber nachzudenken, wie wir denn dann wirkungsorientiert das beste Setup wählen und wo uns vielleicht andere Volkswirtschaften folgen können, gehen wir perception-getrieben in die Dinge, die populär sind. Man kann es auch nennen, die Politik der Plakateträger. Wenn Sie irgendwo 5 Plakate zusammensammeln und ein Journalist es aufgreift, dann muss die Politik am nächsten Tag darauf eine Antwort geben. Und die Wirtschaft schweigt dazu. Und hier haben wir, obwohl wir, und es soll jetzt keine Kritik an Europa sein, wir sind die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, wir haben eine hohe Innovationsfähigkeit, wir haben ein sehr, sehr gutes Bildungssystem, aber wir setzen all diese Ressourcen nicht ein, um uns entsprechend auch an der Spitze der Bewegung zu halten. Und die USA und Europa zusammen sind immerhin 48% des weltweiten Gross National Products. Wir setzen uns nicht dafür ein, über diese Schiene Politik zu betreiben, sondern wir betreiben eine Politik der Umverteilung in die falsche Richtung. Und last but not least, seien Sie mir nicht böse an der Stelle, Günther, muss ich ein bisschen gegenhalten. Wenn wir weiter Aufnahmen von Ländern in die Europäische Union betreiben, aber keine Mechanismen haben, dass Länder wie Ungarn oder Polen die Rechtsstaatlichkeit verletzen nach Strich und Faden und dennoch Ungarn 4 Milliarden, Polen 10 Milliarden im Jahr an Subventionsleistungen erhalten. Und dann die ungarische Regierung sich hinstellen kann und sagen, dann blockiere ich halt den ganzen Haushalt. Wenn wir auf der Ebene unterwegs sind, dass wir nicht rechtsstaatlich sind, dass wir nicht nachhaltig unterwegs sind, dass wir uns erpressbar machen, dann sage ich, jeder Beitritt in Zukunft ist ein Beitritt zu viel, wenn wir zunächst einmal die Länder, die heute zusammenarbeiten, auf ein gemeinsames Ziel einschwören müssen und dann uns nicht leisten können, dass wir immer nach links und rechts ausbüchsen. Und diese Zielorientierung soll nicht heißen, wir machen alles gleich. Europa zeichnet sich in meinen Augen aus durch die Vielfältigkeit, die wir haben, durch die landschaftliche, kulturelle, kulinarische und ökonomische Vielfalt. Sondern wir sind eigentlich so ein Fischschwarm, wo der einzelne Fisch sehr, sehr spannend ist und nach außen müssen wir als Schwarm stark auftreten. Und vielleicht ist ja die Schweiz in ihrem Modell ein besseres Modell als ein politisch gleichmachendes Europa. Warum? Weil es uns gelingen muss, dass wir die Diversifizierung, die wir in Europa haben, aufrechterhalten. Die Menschen wollen das. Und dass wir gleichzeitig da, wo es spannend ist und wo man Gewicht auf die Lage legen muss, da müssen wir zusammenarbeiten. Und die größte Friedensdividende in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg
kommt nicht durch eine immer noch sehr weit entfernt liegende politische Union, sondern durch den gemeinsamen Wirtschaftsraum, durch das Reisen und Austauschen, durch die Zusammenarbeit über die Grenzen auf Bildungsebene und auf Wissenschaftsebene. Und diese Themen sollten wir deutlich stärker im Blick haben. Und dann hat auch die Wirtschaft eine Chance, auch in Zukunft der Motor zu sein, wenn man ihn nicht abwürgen mit vollkommen abstrusen und kruden Ideen, der Motor zu sein, der das alles finanzieren kann. Also die Schweiz als Vorbild, nicht in dem Sinne, dass es eine kleine Einheit ist, sondern im Sinne der Vielfalt, der Toleranz, ein Europa der Vielfalt letztendlich, das Raum lässt für individuelle Lösungen in unterschiedlichen Regionen, aber in den großen Fragen es trotzdem eine starke Zusammenarbeit gibt, ohne dass es in Gleichmacherei endet. Verstehe ich Sie da richtig? Genau. Ob Sie im Tessin sind oder in der Deutschschweiz, in Zürich oder Sie sind in Genf, sind die Menschen total unterschiedlich, leben unterschiedlich, die Kantone leben unterschiedlich. Aber nach außen ist es eine Schweiz, es ist eine Wirtschaftspolitik, eine Verteidigungspolitik. Nach innen ist es ein Sicherheitssystem. Und dann entscheiden die Kantone und die Gemeinden, was ist gut für uns und was ist nicht gut für uns. Und ein Europa von 27 Ländern, wo Covid gezeigt hat, dass diese 27 Länder, sobald eine größere Krise ansteht, die Sprache verlieren, nicht mehr miteinander kommunizieren. Wo innerhalb Deutschlands man sich die Frage stellen muss, bin ich jetzt Baden-Württemberger, Bayer oder Deutscher, weil ich ja nicht mehr nach Mecklenburg-Vorpommern reisen darf. Wo wir also plötzlich auch innerhalb Deutschlands 16 Einzelstaaten haben. Wo jeder für sich reklamiert, wie wichtig es ist, dass er das selbst entscheidet. Wie wollen wir denn auf der Ebene eine politische Union erzeugen? Und wenn wir das nicht können, wenn es eine Vision ist, die vielleicht noch 100 Jahre braucht, dann sollten wir die Dinge stärken, wo wir schon stark sind. Das ist der gemeinsame Wirtschaftsraum, das ist das gemeinsame Reisen, das ist der Austausch, das Verständnis. Und da zusammenarbeiten, wo eben 8% der Weltbevölkerung Gewicht zeigen müssen. Und das ist nicht Gewicht durch die Bevölkerung, sondern das Gewicht durch ihre Leistungsfähigkeit. Eine deutsche Bundeskanzlerin wird nicht in Indien empfangen, weil wir 80 Millionen Menschen sind, bei 1,3 Milliarden Indern, sondern sie wird empfangen, weil Deutschland sehr viel Technologie hat und sehr viel wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und weil Deutschland Systeme liefern kann, mit denen Indien besser werden kann. Und wenn wir dieses Systemtransfer aufrechterhalten wollen, dann müssen wir zeigen, dass wir Systeme entwickeln, die für andere nachahmenswert sind. Und nicht Systeme, die man sich vielleicht in einer Luxusgesellschaft leisten kann, die aber für 80% oder 90% der Welt nicht erschwinglich sind. Und wenn man zielorientiert sind, dann müssen wir uns mal fragen, wollen wir CO2 reduzieren oder nicht? Aber nicht sagen, ich will jetzt Elektromobilität. Ich muss mich fragen, ist der Weg heute schon so weit, dass man ihn gehen kann? Und wenn ich ihn gehe, was heißt das infrastrukturseitig und was bedeutet das für unsere Volkswirtschaft? Die Vermeidungskosten in der Energie für eine Tonne CO2 sind ein Zehntel derer für die Vermeidungskosten einer Tonne CO2 in der Mobilität. Nur mal über die Größenordnung zu sprechen. Wenn Sie sagen Systeme, die dann auch weltweit genutzt werden können und die keine Luxussysteme sind, darf ich das jetzt verstehen als Appell an die Industrie, dass sie die richtigen Systeme baut? Oder ist es ein Appell an die Politik, haltet euch da raus und lasst den Markt entscheiden und gebt keine Vorgaben. Also was ist Ihr Wunsch an die Politik, was den Rahmen angeht, damit wir die Systeme noch besser exportieren können und damit mit unserem Ingenieur-Know-how, was wir ja in Europa und auch in Deutschland auf jeden Fall haben, noch einen besseren Beitrag leisten können, dass die Welt insgesamt nachhaltig gestaltet werden kann auf Dauer. Und vielleicht dann auch tatsächlich umgekehrt noch die Frage an den Herrn Oettinger, was sein Wunsch an die Industrie ist, damit man die Systeme besser exportieren kann. Aber jetzt erst. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil Günther Oettinger hat es eingangs auch schon gesagt. Er hat es nicht so hart formuliert, wie ich es vielleicht sage. Es herrscht eine gewisse Sprachlosigkeit zwischen Politik und Industrie. Und es resultiert auch daraus, dass sehr viele meiner Kollegen heute tendenziell eher mit dem Mainstream als gegen den Mainstream schwimmen, weil gegen den Mainstream schwimmen halt auch sehr anstrengend ist und teilweise auch sehr schlecht für ein Unternehmen sein kann. Und man sich manchmal als Unternehmer fragt, mit wem bespreche ich das eigentlich? Wer hört denn überhaupt noch zu, wenn man mit
Fakten und nicht Perception getriebenen Argumenten, mit Algorithmen, mit Logik, mit Szenarien argumentieren will, aber die uns, man dann die Antwort bekommt, naja, die Szenarien kennen wir, aber die will ja keiner hören. Wenn man sie nicht hören will, dann braucht man sie auch nicht mehr artikulieren. Was ich mir wünsche ist beispielsweise, bleibt bei der Energie, wenn wir weltweit 50% kohlebasierte Verstromung haben und der Energiesektor für 35% der weltweiten CO2-Emissionen steht, dann hätte ich nur mit einem gedachten 100%igen, es geht nie 100%, nie schwarz-weiß, Umstieg auf Gas bereits 15-16% der weltweiten CO2-Emissionen eingespart. Nur mal im Vergleich, die Mobilität Pkw ist weltweit 4%. Das ist der vierfache Effekt. Die Kosten in der Mobilität, Ausgang ungewiss, sind aber viel, viel höher. Und diese Diskussion zu führen und zu sagen, ich schaffe jetzt aus der Politik europaweit Rahmenbedingungen, dass wir sehr wohl, und die Idee ist ja faszinierend, dass wir Sonnenlicht in Strom umwandeln, keine Schecks mehr in ölproduzierende Länder überweisen müssen und sehr, sehr sauber unsere Energie erzeugen. Aber wenn ich diese Idee habe, dann muss ich sie technikoffen führen und muss sagen, mit welchem Ansatz kommen wir dorthin? Und nicht den Technologieansatz schon vorgeben und sagen, ich will es aber auf dem Weg haben und alle anderen Wege interessieren mich nicht mehr. Und wenn man diesen Dialog wieder zulässt und hier auch eine orientierte Förderung in Richtung Forschung und Entwicklung, aber auch in Richtung Etablierung von Industrien und von Arbeitsplätzen betreibt, dann haben wir wieder eine Chance. Die Sprachlosigkeit zwischen Politik, die sich immer mehr in einen Elfenbeinturm zurückzieht und neue Ziele formuliert, die physikalisch-technisch eigentlich nicht erreichbar sind, und die Sprachlosigkeit der Industrie, die sagt, ich will nicht gegen den Mainstream schwimmen. Also wenn im SZ-Interview zu lesen ist, dass der BMW-Vorstandsvorsitzende sagt, ich fahre ja auch mit der U-Bahn zur Fahrt in die Arbeit, um zu zeigen, wie modern er ist, dann heißt es, wie viele U-Bahn-Züge baut BMW? Und wenn ich das Produkt nicht mehr vertrete, für das ich stehe, dann habe ich zunächst einmal schon verloren. Also hier braucht die Industrie eine klare Aussage, wie wir es erreichen können, aber auch Rahmenbedingungen, diese Aussagen auch aufzunehmen und uns dann auch handeln zu lassen. Ich bin kein Freund eines Turboliberalismus, bin ein sehr großer Freund der Rheinischen Republik, der sozialen Marktwirtschaft, können wir auch sagen der sozialen ökologischen Marktwirtschaft, wenn wir das dazu nehmen wollen, wo wir Rahmenbedingungen haben, die gemeinsam einen Konsens haben und die wir dann umsetzen. Das heißt, Industrievertreter werden zu sehr zu Höflingen, die, ich nutze jetzt bewusst diesen Ausdruck aus ja, letztendlich auch einem Frankreich des 18. Jahrhunderts, stellen sich zu wenig hin mit ihrem Know-how, mit ihren Interessen, die sie für das Unternehmen haben müssen letztendlich, und lassen die Politik dadurch im Elfenbeinturm, also holen die da zu wenig raus, oder? Das ist ja, würde mich nämlich jetzt mal interessieren, so perspektivisch. Stück weit ja, wobei man einfach hier sehen muss, wenn sich denn ein einzelner Industrievertreter hinstellt und mal eine etwas andere These formuliert, dann wird er gesellschaftspolitisch fertig gemacht. Und das wollen sich viele Menschen nicht mehr antun. Da muss man eine gewisse Grundhärte im Charakter haben, dass man sich dem aussetzen will. Genau. Und ich glaube, wir brauchen ja auch einen anderen Umgang und eine andere Kultur dazu. Genau. Daher, ich hätte jetzt sowieso den Ball an den Herrn Oettinger weitergespielt, weil das war genau jetzt die Überleitung zu Ihnen. Ja, Herr Oettinger, Thema Elfenbeinturm. Und Ihr Wunsch an die Industrie, damit man die Systeme besser verteilen kann oder besser entwickeln kann. In 1-2 Jahren wird das Interesse an Arbeitsplätzen und an Investitionen und an Standorten weit stärker sein als heute. Wir glauben noch immer, es geht uns gut. Es wird ein jähes Erwachen 2022 geben. Es wird ein Kassensturz kommen, sowohl der Schulden, wie mangelnde Innovation, wie die Banken schwach geworden sind. Und dann wird der Wert von Investoren und auch von Unternehmern und von Unternehmen und von Arbeitsplätzen hoffentlich wieder deutlich werden. Zum Zweiten, Dialog, Wirtschaft, Politik, den Sie als Wirtschaftsbeirat im Mittelpunkt Ihrer Arbeit haben. Vielen Dank dafür. Sie haben zu wenige. Ich glaube, in der Europäischen Kommission empfängt kaum ein Kommissar noch Unternehmer, CEOs oder Verbandspräsidenten. Die Präsidentin gar nicht. Das halte ich für unglaublich. Warum geschieht dies so? Weil Lobby Control, weil NGOs, weil linke Grüne im Parlament
jeden Kontakt eines CEOs oder eines Managers oder eines Verbandschefs mit einem Kommissar oder Minister für ungehörig empfinden. Immer gleich denken, da ist irgendeine Machenschaft im Spiel. Wir müssen dies dringend aufbrechen. Ich wurde zweimal Spiegel Online einen Pranger gestellt, weil ich die meisten Wirtschaftsvertreter empfangen habe in Brüssel. Ich bin stolz darauf. Ich habe das immer getan und habe überhaupt keine Berührungsängste. Wir haben immer mehr. Wer nichts macht in der Kommission, macht nichts falsch. Das ist der erste Punkt. Zweitens, vor 4 Wochen war der Industrietag des BDI in Berlin. Der jährliche Auflauf der wichtigsten Manager deutschen Wirtschaft. Am gleichen Tag war die Kanzlerin in Berlin in der Stadt, aber nicht bei BDI. Es kam ein Video von ihr. 2 Minuten an die deutsche Wirtschaft. Das zeigt, welche mangelnde Achtung bis Missachtung sich ergeben hat. Ich bin entsetzt gewesen. Ich finde, den Dialog müssen wir in München, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin und Brüssel endlich wieder neu starten. Und dann muss die Wirtschaft mit einer Stimme sprechen. Der VDA ist ein Schatten er selbst, weil der CEO von VW macht, was er will. Weil er Zipse und er kann einen zu brav sind und weil im Grunde genommen zwischen den Herstellern und den Zulieferern keine Einigung besteht. Ich finde, die Wirtschaft muss in ihren Verbänden und Kammern intern streiten und nach außen mit einer Stimme auftreten. Sonst werden sie keinerlei Autorität mehr haben. Übrigens auch die Industriegewerkschaften sind ein Schatten ihrer selbst. IG Metall, IG Bergbau, Energie, Chemie. Wir müssen die Stimme der Wirtschaft wieder hören in der Politik und die Wirtschaft muss die Stimme wieder erheben und sie vorher einigen. Gehen Sie mal in Talkshows. Mein alter Freund Dieter Hund war noch Sonntagabends bei Christiansen um 22 Uhr. Wer von den DAX-CSOs tut sich das heute noch an? Die machen dann lieber ihr Golfhandicap besser oder ihre BWA besser, aber gehen nicht mehr in den öffentlichen Fight von Talkshows und anderem mehr. Kann man ein bisschen verstehen, nur ein bisschen mehr Selbstvertrauen wäre angezeigt. Ich sehe zum Teil wie ein CEO vor einer Hauptversammlung, vor einer Bilanzpressekonferenz, eine Woche gepudert wird, eine Woche gebrieft wird von Kommunikationsfachleuten. Ich finde das schon ein bisschen schwach. Wer so in der Gehaltswelt oben ist, muss sich auch zutrauen, in das Gefecht zu gehen, dort, wo es lärmt und wo es wehtun kann. Ansonsten wird die Wirtschaft nicht gewinnen. Also mehr Rückgrat und auch mehr Mut auf beiden Seiten. Das ist jetzt die perfekte Überleitung und auch die perfekte Vorlage für unsere Präsidentin, für die Angelika Niebler. Wir haben ja im Programm auch angekündigt in der Einladung ein Blick nach vorne. Wie sieht die politische Praxis denn aus? Zum einen Blick nach Brüssel und Blick nach Berlin, mit dem Alexander Radwan. Und ich denke, das passt jetzt sehr gut, da überzuleiten und dann machen wir Fragen an alle 4 Protagonisten nochmal im Anschluss. Angelika, du hast das Wort. Liebe Cornelia Kneißl, lieber Anton Stetter, meine sehr geehrten Damen und Herren, wo auch immer hier Sie sich zugeschaltet haben, erstmal einen wunderschönen guten Abend und ich möchte mich bei euch beiden, Anton und Cornelia, erstmal ganz herzlich bedanken, dass sie hier diese Veranstaltung organisiert hat. Und wir haben sie heute von beiden Herren gehört, vom Herrn Professor Süß und vom Günther Oettinger, wie wichtig es ist, dass Wirtschaft und Politik den Austausch miteinander suchen, sich auch streiten um die besten Antworten und die Lösungen ringen. Das fehlt uns nämlich wirklich auch. Und ich denke, gerade beim Wirtschaftsbeirat Bayern ist man da gut aufgehoben. Und ich kann nur alle ermuntern, sich bei uns auch zu engagieren. Es tut uns gut in der Politik. Und ich glaube, es tut der Wirtschaft auch gut. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam dann hier auch Fortschritte oder gute Ergebnisse erzielen können. Die beiden Herren, lieber Günther Oettinger, lieber Michael Süß, ihr seid ja bekannt dafür, dass ihr Tacheles redet. Also auch heute, wie ich euch beiden so zugehört habe, ein klarer Lagebericht, würde ich mal sagen, wo stehen wir in Bayern, in Deutschland, vor allen Dingen in Europa, wo muss die Reise hingehen? Beide habe ich auch vernommen als überzeugteste Europäer, die für Europa viele, ich will mal sagen, die sehen, was in Europa gemacht werden muss, damit wir in Europa hier auch erfolgreich sind und im Kampf der Systeme eine Chance haben zu bestehen. Ihr habt aber beide auch angesprochen, was der falsche Weg ist, in welche Richtung wir nicht gehen dürfen. Und bei vielem, was ihr angesprochen habt, ich werde es jetzt nicht wiederholen, weil ich will die Debatte gerne nicht zu lange in die Länge ziehen,
bin ich mit bei euch. Ich möchte vielleicht nur drei, vier Gedanken formulieren. Zum einen möchte ich schon auch Corona, Covid-19 nochmal nutzen. Ich finde, in dieser Woche, ganz aktuell wieder, hat Europa Stärke bewiesen und können wir ein Stück weit auch stolz sein, was in Europa passiert ist. Immerhin ist es ein deutsches, ein europäisches Unternehmen, BioNTech, das den ersten seriösen Impfstoff jetzt zur Zulassung angemeldet hat und auch in Kürze auf den Markt bringt. Ich finde das eine großartige Sache, muss ich sagen, dass es eben unsere exzellenten Köpfe sind, die hier in Deutschland, in Europa hier forschen und Arzneimittel entwickeln. Also das ist echt eine tolle Geschichte und ich möchte auch betonen, ich finde es großartig, dass diese Firma, wie andere auch, eben mit vielen, vielen Millionen europäischer Fördermittel unterstützt wurden, gerade auch jetzt, was die Impfstoffentwicklung anbelangt, und dass wir 24 Stunden, nachdem die Ansage kam, der Impfstoffdurchbruch bei der Entwicklung des Impfstoffes feststellbar, dass wir einen unterschriebenen Vertrag hatten, mit dem wir Europäer uns die 300 Millionen Impfdosen gesichert haben. Das finde ich auch erstmal eine gute Leistung. Übrigens auch ein wirklich, da muss ich sagen, hat die Kommission echt gute Arbeit abgeliefert, dass wir hier die Nachfrage, die Stärke von 27 Mitgliedstaaten von über 440 Millionen Bürgern da in die Waagschale geworfen haben, um auch einen ordentlichen Vertrag auszuhandeln. Also ich finde, da haben wir jetzt wirklich geliefert zu Beginn von Covid-19, zu Beginn der Pandemie, März, April hat es genau die Entwicklungen gegeben, die Günther, du aufgezeigt hast, Grenzen schließen, erstmal Schotten dicht, jeder denkt nur an sich selbst. Das mag aus der ersten Reaktion heraus verständlich sein, aber das kann nicht der Weg in Europa sein. Und ich finde, wir haben da wirklich was Gutes hier auf die Reihe gebracht und Europa lernt. Und das möchte ich sagen. Also bei vielen, sage ich mal, Schwächen, die wir haben, ich glaube, das, was uns auch auszeichnet in Europa, ist, dass wir eine hohe Lernfähigkeit haben. Damit bin ich bei meinem zweiten Thema. Es ist angesprochen worden, wir haben in Europa nur eine Chance, wenn wir in die richtigen Zukunftsfelder auch investieren und da Gelder hineinschieben. Ja. Wir haben lange beraten und verhandelt über den nächsten Finanzrahmen, der jetzt dann 7 Jahre laufen soll, und dieses Next Generation EU-Programm. Wir liegen jetzt in der Endphase. Wir haben also eine politische Einigung ist erzielt, aber ein paar Details sind noch nicht ausgehandelt. Ich möchte nur sagen, da glaube ich, hat das Parlament auch eine extrem positive Rolle gespielt. Und ich glaube, es ist auch historisch, was sich da tut, dass wir nämlich gemeinsam versuchen, die Wirtschaft in Europa wieder hochzufahren, dass nicht jedes Land nur an sich denkt, sondern dass es erstmals wirklich auch europäische Mittel gibt, die am Kapitalmarkt gemeinsam aufgenommen werden, um alle Mitgliedstaaten hier zu unterstützen, dass sie hier wieder hochfahren können. Das finde ich ist ehrlich gesagt wirklich ein Schritt, den ich mir vor 5 Jahren nicht hätte vorstellen können, ich muss mal offen sagen. Und dass wir so lange beraten haben, liegt halt daran, dass wir im Europaparlament extrem nachgebohrt haben, dass auch in europäische Zukunftsprojekte investiert wird, dass in die Zukunft investiert wird. Dass wir haben jetzt 16 Milliarden noch rausgeholt aus dem Haushalt heraus, der eben in Forschung geht, der in Innovationen reingeht, der in das Forschungsrahmenprogramm, in das Erasmus-Programm geht, der für den Bereich Defense, für Space etc. genutzt wird. Und wenn Gelder übrig bleiben, auch das muss ich sagen, ist Stand heute vorgesehen, dass diese Gelder, und da reden wir nicht von wenig Geld, wenn man weiß, was an Strukturfördermitteln nicht abgerufen wurde, Günther weiß das besser wie ich als langjähriger Haushaltskommissar, dass diese Mittel eben dann auch in Europa, in Brüssel verbleiben und für unsere europäischen Ziele genutzt werden. Auch das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und da bin ich schon optimistisch und hoffe, dass wir da mit dem Geld, und wir haben noch nie in der Europäischen Union so viele Mittel verfügbar gehabt, dass wir da auch in vielen Bereichen jetzt doch einen guten Aufschlag machen können. Dritter Punkt, und da bin ich schon fast am Ende. Nachhaltigkeit ist angesprochen worden. Ja, Günther, du hast recht. Wie kann man das Green Deal nennen? Ist auch von uns thematisiert worden. Kind war schon im Brunnen gefallen, bevor wir überhaupt die Ankündigung zur Kenntnis nehmen konnten. Die Sache geht aber, glaube ich, wenn wir es richtig machen, dann schon in die richtige Richtung. Ich finde es gut, dass wir das Thema Nachhaltigkeit in Europa weiterhin ganz oben aufhängen und vorantreiben. Aber ich kann nur sagen, für unsere Gruppe im Europaparlament, für den Wirtschaftsbeirat, gibt es zwei eherne Grundsätze,
die darüber entscheiden, ob das eine Erfolgsgeschichte wird oder nicht. Das ist, und das hat der Michael Süß ja wunderbar herausgearbeitet, ist einmal Technologieoffenheit, keine planwirtschaftlich vorgegebene technische Vorgabe, wie wir jetzt zu einem Reduktionsziel bei den CO2-Emissionen in Höhe von bis zum kommen müssen. Technologieoffenheit ist das Thema der Stunde. Und wirtschaftliche, marktwirtschaftliche Lösungen. Wir sind ich bin großer Fan, wie viele im Wirtschaftsbeirat, vom Emissionshandel, den wir internationalisieren müssen. Und da glaube ich eben auch mit einem Joe Biden, der ja explizit erklärt hat, auch wieder das Pariser Klimaschutzabkommen nächstes Jahr unterschreiben zu wollen, dass wir da vielleicht auch neue Verbündete in den USA gewinnen können, die uns da in der Zielsetzung auch unterstützen. Letzter Punkt, Daten. Zukunft, unsere Zukunft in Europa, glaube ich, wird sich auch entscheiden, was unsere Datenhoheit anbelangt. Da hat die Kommission bislang nichts vorgelegt, nichts geliefert. Ein Jahr ist ins Land gegangen. Ich komme gerade aus der Schalte mit Frau Vestager raus. Ich bin also deutlich thematisiert worden von vielen, auch bei uns in der Runde. Also da wird sich auch unser Schicksal entscheiden. Wenn wir es zulassen, ja, dass die Amerikaner und die Chinesen mit ihren Daten Kraken alles absaugen an Daten, was verfügbar ist, ja, wenn wir da nicht die Hoheit auch in Europa behalten, dann werden wir in ein paar Jahren wirklich arm ausschauen. Dann sind wir nicht Spieler, sondern dann sind wir das Spielfeld, auf dem sich alle tummeln, und das müssen wir verhindern. Also da, glaube ich, ist es notwendig, ganz klare Entscheidungen auch zu treffen, dass wir unsere Datenhoheit behalten. Wenn wir in Sachen künstliche Intelligenz weiter uns entwickeln wollen, wir brauchen Daten und können, und wenn die nicht verfügbar sind, und wir da unsere Algorithmen nicht drüber laufen können, dann wird auch die Wertschöpfung langfristig nicht bei uns stattfinden, sondern woanders. Und das müssen wir um alles in der Welt verhindern. Ich glaube, da haben wir auch, gerade auch im Europaparlament, wo wir da jetzt sehr viel Druck aufgebaut haben, die letzten Wochen und Monate, auch eine ganz hohe Verantwortung. Ja, mich freut es, dabei sein zu dürfen. Ich möchte mich... Ich gebe jetzt gleich zurück an die Cornelia. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, weil ich den Alexander hinten schon laufen sehe. Der Alexander Radborn ist unser Leiter auch des Forums Berlin vom Wirtschaftsbeirat Bayern. Lieber Alexander, du machst diesen Job ganz, ganz großartig. Ich kriege immer wieder wahnsinnig viele positive Rückmeldungen. Mindestens einmal im Jahr ist ja der Wirtschaftsbeirat zu Gast bei dir vor Ort, um eben politische Gespräche zu führen. Du führst selber das Gespräch, du organisierst das mit hochrangigen Vertretern aus der Politik, aus der Administration heraus, eben die Gespräche geführt werden können. Also ich höre immer nur Positives, wenn wir das in Umlauf geben, die Einladung zu den Gesprächen in Berlin. Es dauert keine 24 Stunden, ist unser Limit der Teilnehmer erschöpft. So geht es uns mit Brüssel auch. Wir werden versuchen, das auch noch zu intensivieren, weil das ist es, was ich heute auch aus der Diskussion bislang mitnehme. Also wir müssen wieder den Dialog intensivieren. Wir müssen, glaube ich, sowohl in der Politik als auch in die Wirtschaftsvertreter mit einer ganz klaren Ansage rausgehen und uns weniger vom Mainstream leiten lassen. Ich sage immer, wenn ich heute die Diskussion im Parlament verfolgt habe, wir haben nochmal über das Thema Impfstoffe gesprochen, wenn es nach den Grünen und nach der linken Seite des Hauses gegangen wäre, hätten wir null Option, hätten wir keinen Cent in die forschende Pharmaindustrie stecken dürfen. Also ich weiß nicht, auf welcher Welt die leben, aber das gehört zur Wahrheit auch dazu, und immer große emotionale, ideologisch geprägte Entrüstung, wenn man es mal deutlich auf den Punkt bringt. Also ich freue mich aufs Gespräch und gebe jetzt wieder zurück an die Cornelia Kneißl und bin mal neugierig, was noch an Anregungen, an Fragen, an Kommentaren reinkommt. Heute ist richtig spannend. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Angelika. Ich finde es ja wichtig, dass du das Thema Impfstoffe da erwähnt hast, weil das ist tatsächlich ein Beispiel, wo Technologie und Forschung und Wissen aus Europa eine ganz positive Wirkung weltweit entfalten kann. Wir bleiben aber jetzt erstmal tatsächlich auch noch in Deutschland und gehen nach Berlin zu dem Alexander Radborn. Alexander, du bist ja auch jemand, der sich wirklich sehr stark einsetzt für das Thema einer sinnvollen Regulierung auf der europäischen Ebene, was Nachhaltigkeit angeht, und wirst uns vielleicht, das ist sicher auch zu den Themen gehören, die vielleicht ansprechen. Ich räume jetzt den Platz und lasse dich hierher. Soll ich vorgehen? Kann ich ja, bitte. Besser wäre da vorne. Weil bitte zum Mikrofon. Zum Mikrofon. Zum Mikrofon. Genau. Ja.
Ja, also besten Dank auch von meiner Seite für die Einladung und für die Möglichkeit, ein paar Gedanken hier beizutragen. Es war ja teilweise sehr, sehr negativ, will ich nicht sagen, aber doch ein Gustus, wo man sagt, wo führt das eigentlich hin? Und Europa ist natürlich momentan in einer sehr schwierigen Lage, wenn man sich die Entwicklungen in den Nationalstaaten anschaut. Jedem fährt sofort in den verschiedenen Nationalstaaten die Gruppierungen ein, die alles dran setzen, Europa zu schwächen, den Nationalstaat zu stärken. Und das erleben wir gerade in der Phase mit Großbritannien, wie das letztendlich enden kann, wenn einer, nur um sich selber zu retten, ein Plebiszit dort ankündigt, um dann letztendlich diesen Preis in Kauf zu nehmen. Aber mir ist dann natürlich auch die Diskussion ein Stück weit, ich will nicht sagen zu pessimistisch, aber zu einseitig geworden. Ich glaube, die Corona-Pandemie gibt eine Möglichkeit, dass Europa, dass die Nationalstaaten erkennen, dass nur durch gemeinschaftliches Handeln man den weltweiten Herausforderungen begegnen kann, dass eben Innovation gemeinsam erfolgen muss und dass wir vor allen Dingen die Abhängigkeit, die wir gerade im Bereich der Medizin, der pharmazeutischen Herstellung erleben, von den USA und von China, dass wir uns darauf besinnen, dass Deutschland zum Beispiel nach dem Krieg immer noch als Apotheke der Welt galt. Und wir in Deutschland aber zugeschaut haben, wie das Stück für Stück abgewandert ist. Und da sollten wir auch immer wieder diejenigen, die dazu beigetragen haben, nennen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als bei mir das politische Interesse hochkam, da gab es noch die Firma Höchst in Frankfurt. Und die Firma Höchst in Frankfurt hat damals einen Antrag gestellt, den die erste rot-grüne Regierung in Deutschland, Länderregierung in Hessen abgelehnt hat. Das war Bernhard Fischer, als Höchst den Antrag stellte, genetisch Insulin herzustellen, hieß es, nein, ist zu gefährlich. Die Firma Höchst hat daraufhin die Forschung und die Produktion in die USA verlegt. Die Firma Höchst gibt es heute nicht mehr. Und Diabetes ist eine Volkskrankheit weltweit und jeder ist heute froh, wenn er die entsprechenden Produkte bekommt. Das ist nur ein Beispiel, wo man darstellen kann, wie eben Innovationsverleugnung dazu führt, dass wir wirtschaftlich in den ins Hintertreffen gelangen. Und das erleben wir gerade sehr stark in der Pandemie. Und ich finde es auch auf der einen Seite sehr gut, was der Jens Spahn gemacht hat, indem er sagt, ich möchte Gesundheitsdaten zukünftig übers Internet anbieten. Und ich finde es traurig, dass er dazu Google nehmen muss. Dass also diese Schnittstelle, diese Gemeinsamkeit eben mit den Amerikanern passieren muss. Auch wenn die dann betonen, es geht nicht um nationale, personenbezogene Daten. Aber ich glaube, wenn wir im Bereich der Digitalisierung erfolgreich sein wollen, und das sage ich gerade auch zu dir, Angelika, müssen wir die europäische Ebene verstärkt in die Verantwortung nehmen. Wir haben die Chance, den amerikanischen Blick allein auf die Konzerne, die Kommerzialisierung, aber auch den chinesischen Blick, um die Menschen zu kontrollieren, einen dritten Weg zu geben. Aber da muss ich eben auch mal bereit sein, darüber zu diskutieren, wie weit kann ich mit Daten arbeiten? Was sind die Regeln für Daten? Und dass es normal ist, mit Daten zu arbeiten und dass halt nur ein kleiner Teil wirklich safe sein muss, die personenbezogen sind und hier diesen entsprechenden Weg der Personenentscheidung dann auch ermöglicht. Wir haben ja eine große Diskussion und das ist ein Thema, was mich natürlich sehr stark in den letzten Jahren auf nationaler, / europäischer Ebene bewegt, ist die Frage des Sustainable Finance, der Nachhaltigkeit in dem Bereich. Und ich ärgere mich natürlich auch, dass ein Green Deal und wenn man sich heutzutage umschaut, wie auch Wirtschaftsverbände, das geht so in die Richtung, was Günther Oettinger gesagt hat, wie die sich inzwischen in Berlin zumindest nach außen in einer Art und Weise grün darstellen und überhaupt nicht mehr in der Lage sind zu differenzieren, welche ordnungspolitische Herausforderung dahinter steht. Weil letztendlich diskutieren wir heute hier in dem Bereich nicht, ob das Ziel das richtige ist. Das Ziel heute, Nachhaltigkeit zu werden, Umweltschutz in dem Bereich, aber auch darüber hinaus, wenn wir über die 17 ESG-Ziele der UNO diskutieren. Natürlich sind wir für Menschenrechte. Natürlich sind wir gegen den Kampf von Hunger und. Alles, was da drin ist. Und eben auch die Nachhaltigkeit, der soziale Bereich, der Lieferkettenbereich, bis hin zu Compliance-Fragen. Die Frage ist nur, beschreiten wir dieses Ziel, diesen Weg dorthin, über eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, davon verabschieden wir uns immer mehr, oder machen wir eine Art Ökoplanwirtschaft, Ökodiktatur, in dem Bürokratie über in dem Bereich Politik meint, entsprechende Vorgaben machen zu müssen. Und das erleben wir in der gesamten Bereich der Finanzmarktregulierung, aber auch darüber hinaus. Wir erleben, dass die Europäische Zentralbank, die Präsidentin Lagarde sagt, wir müssen zukünftig verstärkt in grüne Anleihen gehen. Ich stelle mir nur vor, frühere Präsidenten der Europäischen Zentralbank hätten gesagt, wir richten unsere Politik
nicht mehr nur allein nach der Geldwertstabilität aus, sondern wir gehen zukünftig verstärkt auf die Verantwortung für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze. Ein ordnungspolitischer Aufschrei wäre aus Deutschland gekommen. Heute schweigen wir dazu, wenn die Europäische Zentralbank überlegt, politische Ziele in ihre Anlagepolitik reinzunehmen und die Marktneutralität aufzugeben. Das Zweite sind unsere Förderbanken, die KfW und die EIB. Und das geht in das, was Herr Professor Süß gesagt hat. Die klipp und klar für sich festgelegt haben, wir fördern zukünftig nur noch, wenn es nicht mehr braun ist. Und das legen Sie fest. Und dieser Weg, der dargelegt wurde, Kohle durch Gas zu ersetzen, wird dadurch schon erheblich erschwert oder behindert, weil es eben keine rein grüne Politik ist. Da wird man, legen sich selber die Förderbanken auf einen Weg fest aus politischem Opportunismus, weil es eben gut ansteht, in diesem Bereich dieses vorzuweisen. Und wir verbauen uns den Weg durch ein Delta, durch eine Verbesserung der Technologie, der existierenden Technologie, entsprechend auch die Klimaziele zu erreichen. Das Dritte ist die Diskussion, Angelika, zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Es ist richtig, dass wir ihn momentan ausgesetzt haben. Aber wir müssen natürlich gerade jetzt auch darüber debattieren, wie er wieder eingesetzt wird. Wie die Länder und mit der Verschuldung der Europäischen Kommission über diesen langen Tilgungszeitraum ist bereits jetzt absehbar, dass die Steuern, die gerade diskutiert werden, zukünftig auch eine neue Qualität der Einnahmen auf europäischer Ebene darstellen. Das ist jetzt nichts, was wir von Unionsseite auf nationaler Ebene fordern, aber man darf nicht auch naiv sein und bestimmte Tendenzen komplett die Augen verschließen. Aber umso wichtiger ist es, die nationalen Zuständigkeiten und die Vorgaben, dass bestimmte Haushaltsdisziplinen eingehalten werden, auch dann wieder kommen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt war bisher ein Bereich, der eben nicht eingehalten wurde. Und wenn ich dann höre aus der Kommission, man will zukünftig staatliche Defizite im Bereich der Umwelt nicht mehr haushaltsrelevant, also defizitär bewerten, dann werden wir unser blaues Wunder erleben, wie stark die südeuropäischen Länder über Nacht in Umwelttechnologie investieren werden, um hier zumindest pro forma nicht mehr unter den Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Kriterien zu reißen. Und das Letzte ist die Kapitalmarktregulierung, wo ja die Grünen und der grüne Gedanke und Günther Oettinger hat es angesprochen, die NGOs letztendlich angekommen sind. Die NGOs mit den Regulierenden in Europa legen die Kriterien fest, wie zukünftig Finanzierung kommt. Und eins möchte ich nur ergänzen, ich teile komplett die Sprachlosigkeit der deutschen, der europäischen Industrie bei diesen Themen, die gerade gar nicht mitbekommen, wie die Transformation über die Kapitalmärkte erfährt. Umso erstaunter bin ich allerdings, dass einer der Haupttreiber dieser dirigistischen Vorgaben Teile der europäischen Finanzwirtschaft sind. Die europäischen Kapitalmärkte setzen alles daran, um kurzfristig ihr Ziel der Anlagen entsprechend erreichen zu können, dass sie langfristig eine Regulierungsstruktur haben, die letztendlich von der sozialen Marktwirtschaft entsprechend Abstand nimmt und letztendlich in die Vorgaben der Planwirtschaft geht, was für mich dazu führt, nicht nur unter dem Thema Arbeitsplätze, das wird innovationsfeindlich sein, wenn man sich anschaut, was momentan alleine der Taxonomie vorgegeben wird, da geht es nicht nur um den Wettbewerb der Ingenieure, um die besten Ideen und Technologien, wie man es zukünftig erreicht, sondern da geht es darum, ob das Ziel, das, was die Bürokratie sich ausgedacht hat, entsprechend erreicht wird. Von darum ist mein Appell an uns alle, an die Wirtschaft wie an die Politik, die liberale Politik, die CDU, CSU, die Unionsfraktion, die EVP auf europäischer Ebene, dass wir diese gesamte Diskussion unter einen ordnungspolitischen Rahmen stellen. Und wenn dieser ordnungspolitische Rahmen, wie Ludwig Erhard es damals mit der sozialen Marktwirtschaft gemacht hat, wieder ein Stück weit neu justieren, dann können wir diese gesamten Herausforderungen entsprechend erfolgreich gestalten. Und ich glaube, diesen Grundsatzdiskussion müssen wir führen. Und nur ganz kurz zu den Anmerkungen von Günther Oettinger zur entsprechenden Erweiterung der EU. Ich teile die Einschätzung der Perspektive der Länder und wo sie sich zukünftig hinorientieren werden. Meine große Bitte ist nur, dass wir es gleichzeitig schaffen, dass die europäische Ebene, die Europäische Union in Kommission, Parlament und Rat in ihren Entscheidungsstrukturen auch bereit sein wird, handlungsfähig zu bleiben, wenn 6 weitere Kandidaten und weitere Länder dazukommen. Weil eins haben wir auch gelernt, durch die Erweiterung in dem Maße, wie sie erfolgt sind, wird die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union nicht besser, sondern eher schlechter. Und das bei großen Herausforderungen, die wir vor uns haben.
angesprochen wurde, die Außen- und Sicherheitspolitik, oder wir gehen über in die Frage, wir haben eine Ebene der Europäischen Union, die sich auf den Binnenmarkt, auf das Funktionieren der Wirtschaft konzentriert und dann in anderen Politikfeldern das Europa der zwei Geschwindigkeiten, wie es ja auch Wolfgang Schäuble mal postuliert hat, wo er dann sagt, die Länder, die dort entsprechend handeln wollen, gehen gemeinsam voran, ohne sich durch andere blockieren zu lassen. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf eine intensive Diskussion mit allen Teilnehmern und allen Gästen. Besten Dank. Vielen Dank, Alexander. Also ein politischer Rahmen, der eine Plattform schafft, dass die Unternehmer im internationalen Wettbewerb gut mitspielen können. Weil letztendlich geht es ja darum, Unternehmen müssen es irgendwie schaffen, Umsatz zu machen und Gewinn, sodass das Geld, mit dem dann unser Wohlstand finanziert werden kann, irgendwo herkommt. Und wir haben jetzt zweimal das Thema Daten gehört bei der Angelika und auch bei dem Alexander. Ich würde jetzt als Eingangsfrage oder als Eingangsstatement sozusagen nochmal eine eigene Frage richten an den Thomas Köhler, Professor Thomas Köhler. Der Thomas, der auch hier als Mitglied des Wirtschaftsbeirates uns heute Abend das technische Setup gemacht hat, das ich sehr gelungen finde. Also Thomas, vielen lieben Dank. Toll, dass wir hier so eine richtige Bühne eigentlich präsentieren können. Und Thomas Köhler ist nicht nur ein Praktiker in diesen Dingen, sondern auch einer, der ein großer Denker, ein großer Vorandenker. Und vielleicht, Thomas, ganz kurz, weil wir müssen dann jetzt auch gleich der Appell in der Diskussion, dass wirklich die Statements kurz sind. Aber ganz kurz aus deiner Perspektive, was denkst du, können wir in Europa tun, damit die deutschen und die europäischen Unternehmen das Thema Daten sich nicht so sehr aus der Hand nehmen lassen, dass wir da ein Player werden? Also wir müssen bei uns selber anfangen. Es ist ganz klar, wir sind im Augenblick auf der Zoom-Plattform. Das ist die gängigste Plattform für so verteilte Kommunikation, die den Vorteil des frühen Staates hatte. Wir selber werden aber migrieren, weil es zunehmend Angebote gibt, die aus Europa, aber auch aus Deutschland kommen. Also in Deutschland gibt es mindestens zwei Firmen, die als deutsche Startups in diesem Sektor gestartet sind. Das ist einmal eine Firma namens Big Blue Button, damit habe ich heute Morgen konferiert mit Kunden. Und das ist einmal eine Firma aus Aachen namens EduDip. Die können im Prinzip mit der neuen Generation, die gerade erst gekommen ist, all das, was wir jetzt hier heute mit Zoom gemacht haben, und sind natürlich ein bisschen spät zu der Party, wie sehr oft bei europäischen Technologie- und Innovationshäusern. Aber da wäre es an uns selber. Wir haben gerade eine Lizenz erworben von EduDip, oder an Ihnen letztendlich auch in dem Bereich, wo Sie Einfluss nehmen können, auch etwa in der öffentlichen Hand, die Investitionen so zu lenken, dass es auch die europäischen Startups begünstigt. Dann haben wir eine Chance, wenn wir so eine Art gemischte Infrastruktur haben. Wir werden die Apples und Googles dieser Welt niemals wegbekommen. Der Zug ist abgefahren. Da müssen wir sehr, sehr klar sehen, dass das eigentlich vorbei ist. Aber wir haben die Chance, sozusagen diese kleinen Startups selber mit anzuschieben. So machen das andere Länder, die sehr erfolgreich sind mit Startup. Ich empfehle immer gerne einen Blick nach Israel. Dort können Sie sehen, wie der Staat als erster Kunde eines Startups sozusagen nach vorne legt. Und natürlich sollten wir auch den Mut haben zur Regulierung und den Mut haben, über große Konstrukte wie eine Google oder Ähnliches unter Umständen aufzuspalten oder letztendlich zur Preisgabe, also zur freien Verfügungstellung von Daten, denken Sie an AI, dann zu zwingen. Aber das ist sicher noch Thema für eine andere Debatte, aber diese Debatte letztendlich, die müssen wir gemeinsam führen, früher oder später, je früher, je besser. Also für eine pragmatische Förderung von Forschung und von Startup-Unternehmen, wo man auch gemeinsam mit Startups neue Produkte entwickelt. Aber das ist tatsächlich ein eigenes Thema. Aber vielen Dank, Thomas. Jetzt hat mich erreicht ein Statement oder eine Frage von dem Ingo Friedrich, der auch in der Runde ist, worüber wir uns sehr freuen. Ingo Friedrich war 30 Jahre lang Abgeordneter im Europaparlament. Also ich glaube, das zeigt, wie sehr dem Herrn Friedrich dieses Thema wirklich ans Herz gewachsen ist. Und wir freuen uns jetzt auf eine Bemerkung und vielleicht auch Frage an die Redner zu der europäischen Ausrichtung der Zukunft. Wort an Ingo Friedrich, bitte. Handlungsfähigkeit Europa, ganz, ganz wichtig, unstrittig, offenbar. In der Runde Frage an
Kommissar Oettinger und Angelika. Es ist eine Zukunftskonferenz auf europäischer Ebene geplant. Ist dort erwartbar und erhoffbar, dass zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit die Anzahl der Einstimmigkeitserfordernisse reduziert wird? Denn ohne Reduzierung der Einstimmigkeitserfordernisse gibt es keine bessere Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Und eine zweite kurze Frage an Oettinger. Ist eventuell zu erhoffen, dass durch Biden, der aus Irland irländische Wurzeln hat, wegen der Nordirland-Problematik, Johnson ein Stück vernünftiger wird in Sachen Brexit und die Gefahr eines No-Deal-Brexits reduziert wird? Und haben nicht die Wahlen in Amerika gezeigt, dass die sogenannten weichen Themen, ich sage mal die grünen Themen, Klima, Gender, E-Mobilität, Nachhaltigkeit, Umwelt, dass sie weit zurückgesetzt waren gegenüber den harten Themen Wirtschaft, Rassismus, also wirklich die harten Themen. Welche Auswirkungen hat es auf den Wahlkampf bei uns in Deutschland? Wie machen wir es denn? Wer will gleich antworten? Dann fange ich einfach an, weil es relativ schnell zu beantworten ist. Lieber Ingo Friedrich, vielen Dank für die Frage zur Konferenz Zukunft Europas. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt mal das Startsignal kriegen, soll noch bis Ende des Jahres erfolgen und wir dann in die Beratungen gehen können. Da werden ja wahnsinnig viele eingebunden, also Vertreter aus den nationalen Parlamenten, aus dem Europaparlament, Regierungsvertreter, Kommissionsleute, NGOs, Bürgerbeteiligungen und. Ich lade alle ein, sich dann da auch einzubringen, wenn eben die Debatte folgt. Und ja, du hast völlig recht. Ich glaube, die Handlungsfähigkeit, mehr schnellere Handlungsfähigkeit kriegen wir nur in Europa hin, wenn wir bei wichtigen Fragen, zum Beispiel in der Außenpolitik, von der Einstimmigkeit in die Mehrheitsentscheidung übergehen. Im Europaparlament gibt es dafür eine große Mehrheit. Aber das ist, die Bremser sitzen da in den Mitgliedstaaten und das wird aber eines der ganz, ganz wichtigen Themen sein. Und dann gebe ich gleich weiter an den Günther Oettinger zu Brexit, UK, Auswirkungen der US-Wahl auf den möglichen Ausgang auch unserer Beratungen über Handelsbeziehungen zu UK. Nimmst du das? Ich schalte mich mal wieder auf Stumm. Danke. Es war ja klare Politik von Donald Trump, Europa zu schwächen durch sein Spiel Divideat Impera. Und aus dem Gründen hat Johnson den Rücken gestärkt und ihn kandidiert wegen des Austritts. Und ich bin mir sicher, dass Joe Biden sowohl die NATO stark halten will, wie auch die EU achtet und mit Sicherheit nicht Rückendeckung für Boris Johnson gibt. Ich glaube nicht, dass er in den nächsten Tagen sich offen gegen Johnson wenden wird. Er kommt ja ins Amt erst im Januar, wenn es gut geht, nächsten Jahres. Aber die Enttäuschung bei Johnson ist groß. Und ich höre, dass in diesen Tagen wichtige Berater von Boris Johnson ihm sagen, hör zu, Junge, krieg die Kurve, neben Pandemie und UK ist wie Belgien hauptbetroffenes Land Europas, halten wir ein Chaos an den Grenzen ohne jede Regelung für Export, Import, Investitionen nicht durch. Dass wir doch ein Übergangsabkommen und die Bausteine liegen bei Barnier in der Schublade gefunden werden können. Wahlkämpfe. Wenn es uns wirtschaftlich gut geht, das war aber immer so, lieber Freund Friedrichs, wenn die Wirtschaft brummt, wenn wir Beschäftigung haben, wenn wir Wachstum haben, dann ist Umverteilung angezeigt und dann sind die weichen Themen im Vordergrund. Wenn aber im Sommer, Herbst nächsten Jahres die Menschen merken, dass wir nach einem Kassensturz stark geschwächt sind, übrigens diese Aussagen, man muss die Krise nutzen, um gestärkt daraus hervorzugehen, glaube ich nicht. Wir werden deutlich geschwächt aus der Pandemie hervorgehen. Und dann könne dies den Menschen auch dämmern und dann Wirtschaftskompetenz, Standortkompetenz, Arbeitsplatzsicherung, Investitionsanreize im Vordergrund stehen. Aber ich will meinem Freund Radwan sagen, Respekt vor seiner Stellungnahme, die ich voll teile. Übrigens, sie war nicht optimistisch. Sie war eher noch etwas mehr pessimistisch als meine. Insofern haben wir ja ins gleiche Horn geblasen. Nur Frau Lagarde oder Herr Heuer, EZB oder EIB, auch die Kommission, machen nichts ohne deutsche Regierung. Also ich möchte mal sagen, der Einkauf von Staatsanleihen, die Niedrigzinspolitik oder auch andere Maßnahmen, die ordnungspolitisch
ihm und mir nicht passen, werden zumindest in Berlin geduldet. Und mit Verlaub gesagt, ich mag ihn ja, aber der Bundeswirtschaftsminister ist kein Wirtschaftsminister. Er ist das Gegenteil. Und als Wolfgang Schäuble noch Finanzminister war, da war die Ordnungspolitik klar. Da gab es die Troika, da gab es Auflagen nach Griechenland, da gab es klare Maßnahmen, dort wo Länder Hilfe brauchten. Heute ist Deutschland da nicht mehr an der Front. Das macht der Wübke Hoekstra von Amsterdam. Da gibt es die Hansi-Gruppe. Es fehlt die ordnungspolitische Stimme Deutschlands. Die ist bei Olaf Scholz nicht vorhanden. Der ist Wahlkämpfer ohne Fortune. Die ist bei Peter Altmaier nicht vorhanden. Und die Kanzlerin hält sich auch raus. Und deswegen gebe ich den Ball gerne von Luxemburg und Brüssel nach Berlin zurück. Früher gab es ein paar eher Außenseiter wie Bosbach und andere mehr. Da gab es 80, 90 Abgeordnete in der CDU-CSU-Fraktion. Das war auch nicht gut. Aber das ist doch Grabesstille in Berlin. Wir nehmen da alles hin. Wo ist die Ordnungspolitik für die europäische Ebene, die von Berlin kommt? Ich sehe gar nichts. Ja, ein großes Thema von den bundesdeutschen Politikern. Ich werde die Stellungnahme der Fraktion zu dem Thema den Kollegen Oettinger und Freund Oettinger gerne zusenden. Das macht wenn man die Fraktion ernst nimmt, wäre es gut. Selbstverständlich. Ich habe meine Zweifel. Ja, aber eines der Themen, die tatsächlich aus Deutschland ja eigentlich geredet werden könnten, ist genau die Frage, wie gehe ich mit dem Automobilsektor um? Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die uns über YouTube erreicht hat. Heute ist es einfach so, Deutschland ist Weltmarktführer für die Verbrennertechnologie. So, jetzt ist, kennen wir alle die Diskussion über die Zukunftsfähigkeit dieser Verbrennertechnologie. Aber jetzt mal rein wirtschaftspolitisch gesehen, es muss ja das Ziel sein, die Wertschöpfung, die wir heute in Deutschland aus dieser Technologie heraus haben, auch weiter in Deutschland zu halten, weil offensichtlich hängen jede Menge Arbeitsplätze dran. Primär, sekundär, ich glaube zweifellos, dass da richtig viel dran hängt für dieses Land Deutschland. Wertschöpfung heute in der Verbrennertechnologie. Und die Frage, die uns da über YouTube erreicht hat, ist, was muss denn getan werden und was kann getan werden, um diese Wertschöpfung besser in Deutschland zu halten? Und das ist, glaube ich, jetzt eine Frage, die geht an alle Ebenen. Die geht nach Berlin, ebenso wie an den Herrn Oettinger und nach Brüssel. Ich würde sagen, Herr Oettinger, vielleicht mögen Sie beginnen zu dem Thema. Und der Herr Süß hat sicher auch eine Meinung dazu, weil das ist ja auch eines seiner wichtigen Themen, die wir gemerkt haben vorhin. Entscheidend ist doch, ob Technikoffenheit weiter gilt. Batterieelektrisch hat eine Chance, aber derzeit wird alles getan, um nur batterieelektrisch beim Auto voranzubringen. Von wegen Technikoffenheit. Ein moderner Diesel Euro 6D erfüllt alle Vorgaben des Umweltschutzes und auch des Klimaschutzes. Aber er ist nicht mehr gewollt. Und jetzt will ich mal den Blick lenken auf Brüssel. Franz Timmermans wird in einiger Zeit, im Frühjahr nächsten Jahres, einen Euro 7 Vorschlag machen. Wenn der durchkommt, ist der Verbrennungsmotor ab 2025 tot. Damit wird er schon im nächsten Jahr keinen Wert mehr haben. Dann kaufen ihn keiner mehr. Aber ich sehe noch nicht eine einzige Stimme dazu, die sich gegen wehrt. Ich glaube, das wird so laufen. Und klar ist, die Chinesen sind beim batterieelektrischen Fahrzeug vorne. Die wissen ganz genau, in Sachen Verbrennungsmotor, Auto und Diesel, macht deutschen Ingenieuren und Zulieferern, Marke Conti und Bosch, niemand etwas vor. Deswegen wirft man die Deutschen im Grunde weit zurück. Und mein letzter Punkt, solange aber im VDA keine Einigung besteht, sich Fertiger und Zulieferer nicht mehr auf einen Nenner bringen, sich VW nicht mehr solidarisch zeigt, und da werden wir keine Chance haben. Also ich bin relativ ernüchtert, das wird bei den OEMs weniger, aber den Zulieferern zum Verlust von zigtausenden von qualifizierten Arbeitsplätzen führen. Darf ich nochmal nachfragen, ist da vielleicht auch dann der Punkt, dass die Industrieverbände, aber auch die Vertreter von einzelnen Unternehmen vielleicht primär Position beziehen, was ihre, ich sag mal, eigenen Interessen, also die wirklichen mikroökonomischen Interessen angeht und
zu wenig reden über die makropolitische Ebene, weil ja auch ein Chef von VW muss ja nicht nur die Stimme erheben zu, was brauche ich für mich als Unternehmen, sondern was brauchen wir als Volkswirtschaft? Also argumentieren die Verbände und die Industrie vielleicht auf einer falschen Ebene, sodass das dann immer als Werbung abgetan wird? Also wie könnten die diese Stimme besser erheben? Wie können die sich besser wehren? Weil das war ja gerade Ihr Punkt, Herr Oettinger, dass Sie sagten, Sie hören keine Stimmen, die dagegen laut werden. Weil viele Chefs der großen Automobilkonzerne sagen ja, wie der Herr Süß vorhin gemeint hat, ich fahre auch öffentlichen Nahverkehr, aber weisen vielleicht zu wenig auf dieses große Problem hin, das da auf uns zurollt. Zwei kurze Antworten, Frau Knädel. Zum Ersten, leider werden die CEOs beraten von ihren Kommunikationsstrategen und Marketing-Experten. Und die raten ihnen, grün ist in, also rede grün. Und mit dem Zeitgeist und wenig in den Wind rein. Und zweite Antwort, es war 2012/13 richtig, die wenigen elektrischen Fahrzeuge in der europäischen Umweltpolitik bevorzugen. Mittlerweile ist ein Fake geworden. Wenn man europäisch sagt, ich fühle mich damit verantwortlich, ich habe dagegen gekämpft, aber nichts erreicht, dass ein batterieelektrisches Fahrzeug null Emissionen hat, ist ein blanker Fake. Da gibt es keinen Auspuff, deswegen auch keine Emissionen. Aber ein E-Auto in Polen verkauft, dort gefahren, wird mit 80% Kohlestrom betrieben, verdammt normal. Und auf der ganzen Welt wird es noch lange Jahrzehnte Kohlestrom geben. Und wir wollen ja alles exportieren. Deswegen ist es ein Fake, wenn wir Europäer sagen, batterieelektrisch, keine Emissionen. Das stimmt im Auspuff, aber stimmt nicht in der Gesamtbilanz. Wenn man von Kinderarbeit zu den Erben bis zur Entsorgung alles nimmt, deswegen müsste man dringend jetzt rangehen und sagen, auch batterieelektrische haben einen CO2-Fußabdruck, aber der wird letztendlich negiert. Und da mache ich mir auch in dieser Kommission und in der Mehrheit dieses Parlaments keine Hoffnung auf Realismus. Hier ein kleiner Werbeblock, das ist nämlich ein großes Thema des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik in Holzkirchen, dem Klaus Segelbauer, Thema ganzheitliche Bilanzierung. Wir arbeiten mit denen in verschiedenen Projekten zusammen und da geht es genau auch um diesen Ansatz, nämlich gerade beim Vergleich Elektromobilität gegen Diesel nicht nur die Verbrauchskosten zu sehen, sondern eben auch Produktionskosten, Entsorgungskosten, Batteriekosten, Entsorgung ist ja nicht gelöst. Also wir brauchen sicher neue Mobilitätslösungen, aber man muss das Ding dann zu Ende denken. Ich bin Tochter eines Ingenieurs, der immer gesagt hat, immer bis zum Ende denken. Und das ist, glaube ich, präsent in meinem Kopf, solange ich auf dieser Welt bin. Jetzt nochmal diese Frage zum Thema. Ja? Gerne, genau. Ich würde gerne, um das zu verstärken, was Günter Oettinger gesagt hat. Wir denken eben auch hier nicht systemisch. Grundsätzlich ist Elektromobilität unter der Annahme, dass wir das Thema Photovoltaik, Wind, Wasserkraft weitertreiben, dass wir moderne Gaskraftwerke einsetzen, zumindest nochmal für die nächsten 30, 50 Jahre, ist das Thema Elektromobilität, das man über ein, zwei Generationen entwickeln kann. Und das ist vielversprechend. Aber es ist nicht auf einer technologischen Basis, dass wir heute mit viel Geld, mit viel Zuschüssen ein paar Elektroautos in den Markt rammen, nur damit wir politische Aussagen unterfüttern, weil wir gesagt haben, wir wollen mal, was hat die Frau Bundeskanzlerin gesagt, 2020 wollen wir 1 Million Elektrofahrzeuge haben. Was ist das für ein Wert, ob ich 1 Million Elektrofahrzeuge habe oder nicht? Wir haben weltweit zwischen 80 und 90 Millionen Fahrzeuge im Jahr. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie kriege ich hier einen Hebel hinein? Und es ist Ökologieimperialismus, was wir hier betreiben. Wir stellen uns überhaupt keine Frage, wo das Lithium herkommt, ob wir die letzten Wasservorräte in Chile dafür verwenden, statt in der Landwirtschaft, um irgendwo Lithium abzubauen, solange wir dann ein gutes Gefühl haben, mit unserem Porsche Taycan zum Wertstoffhof zu fahren und dann unseren 5-mal gespülten Joghurtbecher abzugeben. Das ist eine gesellschaftspolitische Grundsatzfrage. Und dann kommen wir auf die beschäftigungspolitische Ebene. Das haben wir schon vor 6 Jahren mal bei Siemens durchgerechnet, wie es darum ging, Elektromotorenbau. Ein Werk unter Türkheim beschäftigt bei Daimler 40.000 Menschen im Motorenbau. Die gleiche Anzahl Motoren in Elektromotoren kann ich Ihnen mit 400 Menschen bauen. Der Maschinenanlagenbau in Deutschland hat 1 Million Beschäftigte, ca. 300.000 davon bauen Maschinen und Anlagen für den Powertrain. Wir reden hier nicht über 10.000 oder 20.000 Beschäftigte, wir reden über mehrere 100.000 Beschäftigte, hochbezahlte Arbeitsplätze, für die es hinterher keine Verwendung gibt, weil wir die Komplexität aus dem Fahrzeug nehmen.
Ein Elektrofahrzeug per se ist ein tolles Produkt, weil es mehr Commodity ist, weil es weniger komplex ist, weil es weniger Wertschöpfungsketten braucht. Aber können wir in Europa Commodity? Haben wir Ersatzprodukte für Commodity? Wir haben immer die Commodity-Produkte an die Massenländer mit billigen Arbeitskräften verloren. Und wenn das ein Fall ist, dann kann man das nicht aufhalten, aber man kann es managen. Und man muss nicht mit Gewalt Produkte zerstören. Das ist eingangs gesagt worden, ein Elektrofahrzeug einer Marke Tesla oder des Audi e-tron in Deutschland mit dem deutschen Strommix von 400 Gramm CO2 auf die Kilowattstunde emittiert zwischen 10 und 12 Kilo auf 100 Kilometer. Ohne Einrechnung, Batterie oder irgendetwas. Und der Diesel gleicher Leistungsklasse liegt irgendwo bei 8 bis 9 Kilogramm. Was haben wir denn jetzt ökologisch gewonnen? Gar nichts, außer dass wir die Wirtschaft zerstören. Und jetzt eben noch eine letzte Zahl, weil Ingenieure sind zahlengetrieben. Wenn Sie Deutschland zubetonieren und nicht ein Gramm CO2 aus Deutschland emittieren lassen, dann haben Sie den gleichen ökologischen Effekt auf die CO2-Bilanz dieses Planeten wie 2 Wochen China. Also für 2 Wochen China-Emission müssten wir Deutschland CO2 freimachen, auf null. Das können wir machen, wenn wir den Morgenthau-Plan von 1945 Ende des 2030 dann umsetzen, indem wir Deutschland deindustrialisieren. Ja. Und das muss in die Köpfe der Menschen rein. Verstehen Sie, wir müssen hier nicht nur über Zahlen, was ich gerade gemacht habe, sondern die Zahlen so kommunizieren, dass sie auch über den Bauch gehen. Wir reden über Feinstaub. 90% Feinstaub sind Reifen und Bremsen. Die größte Feinstaubbelastung in einer Innenstadt haben Sie nicht am Mittleren Ring in München, Sie haben es in der U-Bahn-Station. Weil da haben Sie Feinstaub konzentriert und wird alle 5 Minuten durch den einfahrenden U-Bahn-Zug aufgewirbelt. Also wir sind nicht lösungsorientiert, wir sind dogmatisch in gewissen Technologiephasen verankert, wo wir sagen, das wollen wir, weil wir es schön finden. Also wir haben viele Themen, die es lohnt, das weiter zu vertiefen, unter anderem Zukunft der Automobilindustrie. Aber ich denke, wie Sie sagen, für alle gilt, lösungsorientiert denken, in Systemen denken, in technologischen Lösungen denken und nicht in dogmatischen Ansätzen. Das ist, denke ich, eine Überzeugung, die uns hier auch beim Wirtschaftsbeirat eint, liebe Angelika. Ich würde noch mal den Blick in die Runde richten. Wer eine Frage hat, könnte sich jetzt einfach ganz pragmatisch die Kamera anschalten und so die Hand heben. Ich würde aber insgesamt jetzt sagen, dass wir es nicht mehr allzu lang in die Länge ziehen sozusagen, weil ich finde, diese Formate werden dann auch schnell zu lang. Also insofern, wenn noch Fragen da sind, kurz und knapp und keine Co-Referate schärft der Anton mir immer ein. Und wie gesagt, wenn jemand... Es sind zwar Kameras an, aber es hebt keiner die Hand. Also insofern würde ich vielleicht noch mal kurz das Wort auch an die Angelika geben wollen, als unsere Präsidentin zu einem kleinen Roundup zu dem ja doch sehr, sehr anrührenden und aufrührenden Thema, was der Herr Süster jetzt gerade noch mal zusammengefasst hat, weil letztendlich das Szenario, wenn uns dieser ganze Industriebereich wegbricht, das ist perspektivisch nicht lustig hier. Und würde dann nach einem Schlusswort seitens der Angelika gerne noch mal an meinen lieben Kollegen, den Anton, weitergeben. Ja, vielen Dank, liebe Cornelia. Also ich mache jetzt keine Zusammenfassung, weil ich finde, die Debatte war so spannend und es ist so pointiert auch argumentiert worden, da kann ich nur mit einer Zusammenfassung das kaputt machen. Insofern mache ich das nicht. Ich glaube, was man schon mitnehmen muss, ist, dass wir eine unwahrscheinliche Kraftanstrengung unternehmen müssen, um sowohl was Alexander, was Deutschland anbelangt, auch als was die europäische Schiene anbelangt, sicherzustellen, dass das nicht völlig in die falsche Richtung geht. Ja? Also bei aller Euphorie für Nachhaltigkeit, wenn wir es falsch aufsetzen, dann teile ich auch den pessimistischen Blick, ja, dass wir da nur den Ast absägen, auf dem wir sitzen, und A und O, Offenheit in der Technologie und marktwirtschaftliche Systeme und die Diskussion breiter formulieren und breiter aufstellen. Und Michael Süß, du hast es gesagt, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden und nachdenken. Wir müssen die Debatte auch emotional aufheizen. Das kann man von den politischen Mitbewerbern
lernen, ja, also wie es möglich ist. Also ein Thema, über das man sich dann vielleicht mal kurz aufregt, emotional hochzuladen, ja, und dann hier einen Mainstream dazu erzeugen, der es schwer macht, dann überhaupt nochmal faktenorientiert, sachlich argumentierend ein Stück weit zu differenzieren und zu sagen, der Ansatz ist schon vom Chromosom weg her falsch. Also ich glaube, das ist eine riesen Kraftanstrengung, die wir noch unternehmen müssen. Vielleicht kann die Debatte auch im Wirtschaftsbeirat auf den unterschiedlichen Kanälen und Formaten dazu auch einen Beitrag leisten. Und ich gebe zurück an euch beide, an dich, liebe Cornelia und Anton, und danke einfach für die spannende Diskussion. Und ich möchte auch dem Michael Süß und dem Günter Oettinger zurufen. Es ist einfach großartig und bewundernswert, mit euch beiden zu sprechen, weil es gibt wenige, die so wunderbar Klartext reden und so viel zu sagen haben wie euch, wie ihr beide. Also ein herzliches Dankeschön und vergelt's Gott, dass ihr euch habt heute zuschalten lassen ins Oberland und auf ganz hoffentlich bald in Person dann. Danke. Und jetzt zurück an dich, Cornelia, und dich, lieber Anton. Und mir tut es leid, dass ich jetzt nicht noch einen Schnaps beim Landenhammer trinken kann. Ja, genau, ich wollte nämlich gerade sagen, das ist der Moment, wo der Anton normalerweise entweder eine Whiskyflasche oder ein Präsent in der Hand hat. Jetzt hat er Bierflaschen in der Hand. Das irritiert mich jetzt. Ja, also normal kriegen ja unsere Gäste, Herr Süß und Herr Oettinger, kriegen ja immer so einen oberbayerischen Fresskorb. Ich weiß, dass den Schwaben jetzt das besonders trifft, dass es heute nichts gibt. Aber lieber Herr Oettinger und lieber Herr Süß, wir holen das sicher nach, weil wir freuen uns, Sie eines Tages wirklich als Gast bei uns zu haben. Thomas Köhler und ich haben gelebte Wirtschaftspolitik betrieben. Wir haben ein bisschen versucht, die lokalen Brauereien zu unterstützen und haben uns eine kleine Feierabendhalbe genehmigt, weil die Brauereien in Bayern, die leiden wirklich sehr, sehr stark. Also Sie sehen, wir reden nicht nur über Wirtschaftspolitik, sondern wir betreiben aktive Förderung der Wirtschaftspolitik im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mir hat es gefreut, dass ihr heute bei uns wart. Es war eine Diskussion, die mir persönlich natürlich aus dem Herzen gesprochen hat. Vielen Dank, lieber Alexander, dass du da bist. Und ich denke, Cornelia Kneißl, diese Moderation ist einfach immer sensationell. Und ich denke, wir werden so weitermachen. Auf ganz, ganz bald alle zusammen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle miteinander wieder live. Und Herr Oettinger, den Fresskorb, also ich habe das schon reserviert für Sie, der ist für Sie gebunkt. Also Herr Oettinger und Herr Süß, Sie sind eingeladen jetzt bei nächster Gelegenheit an den Tegernsee live. Wir freuen uns, das dann auch noch analog fortsetzen zu können. Ja. Vielen Dank. Danke, schönen Abend noch. Herzlichen Dank. Ciao, servus.